Servus Mike, grüß dich. Liebe Zuschauer, grüß euch zum Salongespräch. Herzlich willkommen. Thomas, sehr herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Ja, wundert euch nicht, liebe YouTube-Zuschauer, dass es erst am Sonntag auf YouTube bei uns auf dem Kanal, bei meinem Kanal öffentlich ist, weil da haben wir unsere Sperre abgesessen, aber es ist ja auf den Alternativen und vor allem auch auf Mikes YouTube-Kanal hoffentlich unbeschadet dann auch, bleibt es auch da, ja. Es ging jetzt nicht um das Salongespräch, was verwarnt wurde, es ging um die aktuellen Ereignisse östlich unseres Landes, sage ich mal. Ja. Und darum geht es auch bei uns jetzt hier ein bisschen, aber nicht en Detail, sondern eher, wie kann man sagen, von oben ein bisschen weiter hochgegangen, ja, wieder also und drauf geschaut. Aus der Perspektive des Adlers, wenn man so will, genau. Ja, und auch wieder aus der Perspektive der Ameise mal zwischendurch, ja. So dass man ein paar Dinge miteinander verbinden kann. Mike, versuchen wir mal YouTube-konform darüber zu reden. Ja. Versuchen wir. Wie siehst du das, was da läuft? Also, ich hatte das letztens in unserem Gespräch schon gesagt, was ich an Bildern vermittelt bekomme vom Mainstream, spiegelt nicht das wider, was man uns in Worten mitteilt, von dem Ausmaß dessen, was da geschieht. Trotz alledem kann ich natürlich nicht behaupten, dass deswegen für mich klar ist zu wissen, was wirklich geschieht. Genau. Weil natürlich weiß ich es nicht, weil ich bin nicht vor Ort. Es gibt genügend Informationen, die man sich im Mainstream holen kann, und es gibt mit der Zeit genügend Informationen, die man aus alternativen Quellen recherchieren kann. Und dann kann man sich ein eigenes Bild machen. Ich glaube, das ist viel besser. Aus der Sicht von oben betrachtet bin ich der Meinung, dass jeder von uns gut tut, über parteiliches Denken sehr, sehr vorsichtig nachzudenken. Das heißt, den einen zu verteufeln und den anderen in den Himmel zu heben. Da sehe ich genauso, habe ich auch schon in meinen Videos jetzt immer wieder gesagt, wo es um das Thema ging. Okay. Ja, ich setze mich nicht an eine Stelle und sage, hier bin ich und das ist meiner. Da bin ich ja wieder bei dem Punkt, oder wir, wenn du so willst, bei dem Punkt, was wir auch durchweg als Faden in unseren Gesprächen haben, dass der entscheidende Aspekt in jedem von uns selbst liegt, sich selbst wieder wahrzunehmen, als eigene Autorität. Mhm. Und alles, was auf einen einprasselt oder man auf sich einprasseln lässt, je nachdem, bewusst und unbewusst. Natürlich kann man sich erstmal nur mit den bewussten Themen auseinandersetzen. Das Unterbewusste kommt aber trotzdem in uns zum Vorschein, ob uns das nur bewusst ist oder nicht, aber es passiert. Können wir nicht beeinflussen, ja. Genau. Mhm. Dass wir in uns wieder verstehen, die Wahrheit zu ergründen. Und das kann man aus verschiedener Sicht betrachtet einmal vom äußeren Bild sehen, das, was wir jetzt gerade in den ersten paar Minuten versucht haben anzusprechen, also die Informationen, die wir von außen bekommen. Und dann kann man das aus dem Inneren heraus ertasten wollen. Aber das kann man nicht, wenn man noch zu sehr in dem physischen Narrativ des Denkens verhaftet ist. Bewussten, ja. Ja, dass man sagt, alles ist real, was ich mit meinen Händen antasten kann und mit meinen Augen sehen kann. Und alles, was ich nicht antasten kann und nicht mit meinen Augen sehen kann, ist nicht real. Wenn man sich auf dieser Ebene bewegt, ist man noch sehr weit weg davon, ein Gefühl für sich selbst wieder zu bekommen. Ja, weil man es von vornherein ausschließt. Ja. Genau, weil das Beispiel, was ich jetzt nenne, zeigt nur auf oder soll nur aufzeigen, dass man sich dann wirklich nur mit dem physischen, greifbaren beschäftigt. Das sind dann auch Menschen, die im Ratioverstand so verhaftet sind, dass sie sich nicht frei in ihrem eigenen Selbst wiederfinden können. Das ist der entscheidende Aspekt, glaube ich, aber den wir jetzt in dieser Welt wieder in den Vordergrund stellen müssen, zu begreifen, dass wir Menschen auf diesem Planeten nichts wirklich verändern können, wenn wir immer die gleichen Gedanken haben.
wenn es keine Entwicklung gibt. Ja, du kannst, wiederum diese Entwicklung. Du kannst einfach nicht denken oder glauben. Du kannst es denken, ja, aber du kannst es auch glauben, aber es wird nicht zur Realität führen, wenn du die gleichen Gedanken von morgens bis abends mit dir rumträgst, dass du dann was anderes bewirkst. Genau. Als das, was du da ständig denkst. Das ist so ähnlich wie die Maßnahmen wirken nicht, was machen wir Maßnahmen. Genau. Ja. Mhm. Genauso ist es aber, wenn du deine Gedanken veränderst und nicht ab absurdum stellst, indem du sagst, ja, der Stuhl ist jetzt nicht mehr da. Ich sehe ihn zwar, aber jetzt denke ich den ganzen Tag, der Stuhl ist nicht mehr da und dann wird er nicht mehr da sein. Wird nicht funktionieren. Ja. Das wird nicht funktionieren. Mhm. Aber wenn du dich irgendwann so weit damit auseinandersetzt, dass du irgendwann mal den Stuhl nimmst und ihn woanders hinstellst, dann ist er nicht mehr da. Ja, aber, ist der Unterschied. Ja. Ja, aber da musst du dich erstmal geistig mit beschäftigen. Wenn du das aber nicht tust, dann bleibt der dort. Es sei denn, andere Umstände von anderen Menschen oder anderen Dingen, die da eintreten, sorgen dafür, dass der Stuhl nicht mehr dasteht. Mhm. Aber vorausgesetzt, du beschäftigst dich mit einem Thema. Es ist immer die Frage, wie du dieses Thema beurteilst. Und damit schaffst du dann ein Narrativ in dir selbst. Für dich selber, ja? Genau. Und jetzt kannst du sagen, in dem Beispiel der Ukraine, du hast jetzt Mitleid mit den Menschen, die dort leiden. Wenn da wirklich Krieg geführt wird, so wie es berichtet wird, dann werden da Menschen leiden und dann kannst du dich schnell auf diese Seite stellen, was ja auch verständlich ist. Auf der anderen Seite kannst du dann sagen, ja Moment mal, aber da gibt es anscheinend Verbrechertum, was jetzt eliminiert werden soll, das sagt die andere Seite. Mhm. Und jetzt stellst du dich auf die Seite und sagst, na gut, der ist ja da, um da was positiv zu verändern. Wenn dadurch aber gleichzeitig andere Menschen leiden, die damit nichts zu tun haben. Notwendigerweise. Das, was man als Kollateralschaden so lapidar teilweise dahin sagt. Dann stellt man doch zumindest fest, dass sich in der Essenz nicht wirklich was verändert hat von dem, wie da agiert wird. Wenn es denn so ist. Und das kann man dann mit sich selber abhandeln. Also ist meine Sicht der Dinge die, dass ich mich mehr in die Mitte stelle und sage, okay, beides hat eine gewisse Berechtigung. Beide Ansichten kann ich verstehen. Was letztlich aber im Detail wirklich geschieht, wie viel Leid dort geschieht und wie viel wirklich von dem Negativen beseitigt wird und welche tatsächliche Intention dahinter steht, kann ich nicht mit absoluter Gewissheit von mir aus sagen. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir aber trotzdem in mir selbst versuchen, ein Urteil zu bilden, ohne zu verurteilen. Zu urteilen bedeutet für mich nicht gleich zu verurteilen, sondern zu sagen, ich tendiere mehr dahin, aber verurteile nicht gleich den anderen. Vielleicht eher beurteilen. Beurteilen passen, ist genau das. Und dann habe ich irgendwann aus der Beurteilung ein Urteil für mich gefällt, aber nicht verurteilt. Das ist der entscheidende Punkt. Bei den meisten Denkunternehmungen, die wir mit unserem Ratioverstand durchführen, verurteilen wir gleichzeitig. Wir sagen zu etwas gut oder schlecht und dann ist es gleich so. Ohne dass wir beurteilt haben, dass wir sagen, okay, für mich ist das schlecht, aber für ihn ist es vielleicht gut. Ja, ja, genau. Ja, also weg von diesem, mal plakativ gesagt, von dem Schwarz-Weiß-Denken. Genau, rechts, links. Weißt du, das ist ja das, wo man uns schon die ganze Zeit mit an der Angel. Es gibt dann nur einen Guten und einen Bösen. Ja? So ist es. Und dieses Narrativ wird hier auch gespielt. Genau. Und darum rate ich zur Vorsicht, sich zu schnell auf eine Seite zu stellen. Trotz alledem muss man sich diesen Themen annehmen, sie verarbeiten und dann damit umgehen und sagen, okay, ich möchte das nicht. Das ist der entscheidende Punkt. Ich möchte weder, dass in der Ukraine ein Krieg ist, noch irgendwo anders. Ich möchte nicht, dass Dinge geschehen, wo Menschen, sagen wir mal, Schlechtes tun, im Bezug darauf, dass sie anderen Schlechtes tun. Und das ist mein Denken, dass ich das auch nicht will. Die Art und Weise, wie ich das dann verändere in der Welt, kann immer erst über mein Denken kommen. Ja, wenn ich das alte Denken habe und gleichzeitig wieder sage, nein, den muss ich sofort angreifen. Weil das ist das alte Denken. Da ist etwas, da passiert das was, angreifen. Ja? Genau.
oder Angst verbreiten. Da muss ich jetzt vorsichtig sein, weil ich werde angegriffen. Also muss ich vorsichtshalber von vorher angreifen, bevor er mich angreift. Da sind wir in diesem Hamsterrad drin, der Angst einerseits und des kontinuierlichen Narrativs, was in uns drin verwurzelt, drin steckt. Ich spreche jetzt nicht jedem Einzelnen zu, dass er so denken muss, aber die breite Masse tut das, sonst würde das nicht funktionieren. Und wenn wir in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, in eine bessere Welt uns denken wollen, aber an den alten Gedankenmustern festhalten, wird das nicht gehen. Wir kommen da nicht hin. Ja. Und darum ist auch der Aspekt unserer Gespräche immer wieder gewesen, das spirituelle Denken ist das Entscheidende, was wirklich Veränderung hervorruft und nicht Esoterik im Verhältnis darzustellen und sagen, ja, das ist ein esoterisches Denken, weil ich rede nicht davon, dass wir Wunschdenken haben und dann sagen, morgen ist unser Kühlschrank voll. Und du musst nur fest dran glauben oder so. Und ja, dann ja. ist der voll. Nein. Aber das Denken, was wir haben, ist die Voraussetzung für unser Handeln. Und darum ist der Geist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Unser Gefühl, und da sind wir Menschen ja bis auf wenige Ausnahmen im Verhältnis zu der Menschheit, so sehe ich das zumindest, sind wir ja in beiden Möglichkeiten, sagen wir mal in der Vielzahl der Menschen, in der Lage, Gefühl und Verstand miteinander in Verbindung zu bringen. Die Menschen, die das nicht haben, wo man sagt, sie haben keine Empathie, sie denken ja, rational, reine Kopfmenschen, ja. aber sie können das nicht fühlen. Sie können kein Gefühl auch nicht nachempfinden, Empathie und so auch nicht... auf irgendwas hören, weil es einfach nicht gehört wird. Es ist vielleicht da, aber es wird nicht gehört. Das ist Bauchgefühl, das ist Intuition. Für solche Menschen wird es verdammt schwer. Ja, also man muss das in Einklang bringen. Das sogenannte Männliche und Weibliche in uns. Wir Menschen haben als Mann sowohl Weibliches in uns, wie auch eine Frau Männliches. Und nicht nur der Verstand ist männlich und nicht nur das Gefühl ist weiblich. Ja, aber im Konsens der Basis könnte man das so sehen und dann muss ich beides angleichen und miteinander, voneinander lernen. Da wären wir schon wieder bei der Symbiose dann. Ja. Genau. Ja. Und nicht das eine bevorzugen, beurteilen und verurteilen. Sowas, was ja in der Welt teilweise jetzt schon geschieht oder seit einiger Zeit geschieht. Ja, ein Mann ist nicht mehr ein Mann. Die Kleidung, die der trägt, der geht schon mehr in Richtung Frau. Sowas wird uns ja im Moment in der Werbung gezeigt. Verkauft, ja. Oder die Frau ist, beste Beispiel, ist jetzt auf einmal in der Politik und hier in Deutschland zumindest bis hin in Bereichen, wo es darum geht, Verteidigungsministerin etc. Okay, das ist nicht absolut neu, aber das zeigt doch auf, wo das Narrativ teilweise hingeht, die Verdrehung von dem, was wir als Mensch sind, mehr und mehr zu verdeutlichen. Also die Welt auf den Kopf stellen, dieses satanische Prinzip, von dem man spricht. Und das sehe ich aus meiner Sicht die ganze Zeit in dem, was hier geschieht. Also um auf darauf vielleicht zu kommen nochmal, weil du es gerade ansprichst, diese Umkehrung, dieses auf den Kopf gestellt, darüber reden wir ja auch schon eigentlich von Anfang an. Ja, das ja. Zeigen wir auch den Zuschauern immer hier, seht her, das ist doch so, fühlt sich das irgendwie ziemlich unnatürlich an, ja, oder was auch immer, wie auch immer man es ausdrücken will. Ich finde aber, vielleicht, liebe Zuschauer, geht es euch auch so, oder vielleicht auch dir, Mike, das hat jetzt echt nochmal eine grobe Steigerung erfahren. Auf dieses offensichtliche, also jetzt nur ein ganz kleines Beispiel, weil du gerade die Verteidigungsministerin angesprochen hast, ja, die ist ja durch irgendeinen Zufall, die wollte ja eigentlich schon in Rente gehen, als Justizministerin war sie ja und wollte dann eigentlich nicht Rente, wollte dann wieder Anwältin werden oder irgendwas. Jetzt haben sie in der SPD keine andere gefunden, aber es hat auch eine Rolle gespielt bestimmt, dass sie eine Frau ist. Aber ich meine, diese Frau sagt öffentlich als Verteidigungsministerin, das Militärische ist nicht so ihr Ding. Ja, ja? Thomas, ich kann an der Stelle doch auch nur wieder betonen,
dass wir einen Film sehen. Ja, ich meine, wir haben ja jedes Mal auch ein paar neue Zuschauer dabei, aber denen empfehle ich dann auch, Videos zu sehen, die vorher gedreht wurden, also die wir vorher gemacht haben. Die Zuschauer, die uns folgen, wissen doch schon, dass wir sagen, dass wir einen Film sehen. Aber ich verstehe das, ich sag's nur noch mal. Die Debatten im Bundestag, jede einzelne, egal um was es geht, ist eine Umkehrung. Ja, genau, ich sag's jetzt nur noch mal, weil du hast ja völlig recht, ich sag's jetzt nur noch mal für die Zuschauer, die auch neu dabei sind. Wir sehen einen Film, am deutlichsten zu sehen bei Biden in den USA. Ein Mann, der alles andere sein dürfte, aber nicht Präsident einer Nation, egal in welchem Land. Völliger Humbug. Völlig nicht nachvollziehbar für mich. Er hat ja Putin jetzt kürzlich ernsthaft vorgeworfen, dass er nach Russland einmarschiert ist. Russia. Ach, der hat so viele Dinge gesagt. Nur nochmal so leicht reingeschoben, weil nur damit man das nochmal ein bisschen. Schau mal, die Ukraine, ja. Das, was wir da sehen, ist für mich auch in dem Sinne ein Film, wo ich nicht die Regie kenne, weil ich die Regie nicht führe und das Drehbuch auch nicht geschrieben habe. Aber wo ich aus dem, was ich sehe und höre und was ich weiß aus den Jahren zuvor, was man über die Ukraine berichtet hat, was man von Russland soweit weiß, aus Mainstream und alternativen Medien, auch aus dem Umfeld von Menschen, die ich persönlich kenne, die Ukrainer oder Russen sind. Ja, ich habe auch in meinem Umfeld Menschen aus diesen Bereichen, die ich kenne, wo man dann Informationen bekommt, die noch näher an einen dran sind als irgendein Mainstream oder eine alternative. Die noch wirkliche Kontakte haben zu Leuten, die dort leben, ja. Ja, also das sind alles Dinge, die mir sagen, was da geschieht. Was da genau geschieht, weiß ich nicht, aber was da geschieht, geschieht nach einem Drehbuch. Warum es so lange dauert, aus meiner Sicht lange dauert, kann aus meiner Sicht nur begründet werden, weil es ein Drehbuch ist. Wenn es den Russen, also Putin, darum ginge, die Ukraine einfach massiv praktisch wehrlos zu machen, ja, und ihm völlig wurscht ist, ob da Menschen bei sterben, Hauptsache durch, dann hätte er mit seiner Militärkraft und den Möglichkeiten, die er zur Verfügung hat, und ich sage wieder, ich habe vor jedem Menschen auch insoweit Respekt, auch wenn es ein schlechter oder ein guter ist, dass sie geistig doch clever sein können. Und ich unterstelle den Russen nicht Dummheit. Genau. Auch dem Putin unterstelle ich nicht Dummheit, sondern im Gegenteil, eher Cleverness. Und auch dem Militär, die Militärführung, unterstelle ich eher Cleverness als Dummheit. Mhm. Damit will ich nicht sagen, dass die Ukrainer dumm sind. Die mögen auch clever sein, aber sie haben nicht die Mittel. Und mit den Mitteln, die die Russen haben und der Cleverness, den ich denen zutraue, hätten die das innerhalb von ein, zwei Tagen an dem Punkt gebracht, wo es keinen Widerstand praktisch gebrochen, genau, wo es Land keinen unter Kontrolle mehr geben würde, sondern wo man dann über Verhandlungen sprechen aber kann. Aber für einen extrem hohen Preis? So ist es, ja. Das meine ich, wenn das der Wunsch gewesen wäre. Hätte das gemacht. Mhm. Hätte das gemacht. Und dass es Häuserkämpfe gibt, wenn du in ein Land eindringst, in Städte, das ist doch jedem klar. Wenn ein Land sich wirklich verteidigt, dann machen die das dort. Das machen ist wie, sie. Richtig. Das ist Guerillakrieg. Locken sie dich in die Städte, ja. Mhm. Anstelle von Dschungel, wie damals in Vietnam, ja, ist das eben in solchen Fällen, sind das die Häuser, die Städte. Mhm. Mhm. Und da nehmen sie dann teilweise auch Menschen als Schilder. Genau, ja? Bauen Stellungen dort auf. Ich spreche jetzt nicht speziell von der Ukraine, ich spreche jetzt vom Grundsätzlichen, wie das grundsätzlich gehandhabt wurde und wird. Also wenn jemand da reingeht in ein Land und es auf die Art und Weise versucht, weiß er, dass er Guerillakrieg führt. Und wenn er Guerillakrieg führt, dann kann das Wochen, Monate dauern, wenn er dann sagt, er will keinen großen Schaden weiter anrichten. Ja, also jetzt sind wir die ganze Zeit im rationalen Denken, wovon ich sage, das ist nicht verkehrt, solche Gedanken zu haben. Sich das zu betrachten, aber sie werden es nicht verändern. Die Gedanken in uns, die etwas verändern können, müssen aus dieser Frequenz raus. Es wahrnehmen, so weit wie möglich mit der Logik, die einem zur Verfügung steht, zu beurteilen. So kann das sein. Ja. Und dann raus aus der ganzen Geschichte. Und dann wieder das Ganze weiter von oben betrachten. Und wenn wir jetzt mal von der Ukraine weggehen, und betrachten das Ganze von oben, dann sehen wir wieder global
unseren Globus. Egal, ob jetzt jemand sagt, die Erde ist eckig, rund, kantig oder am Ball oder was auch immer, kann jeder für sich auch rausfinden, versuchen rauszufinden. Einfach nur, dass in dem Begriff global versteht jeder, man sieht den Blick von oben über alles. Mhm. Und dann sieht man, was in der Welt geschieht. Und jetzt kann man das Ganze geopolitisch sehen, strategisch. Dann kannst du das Ganze weiter betrachten aus der Finanzwelt, die ja unmittelbar damit verknüpft genau. ist. Weil wenn irgendwo ein Konfliktherd auftritt, der eine gewisse Relevanz hat, der muss nicht gleich weltumspannend sein, aber zumindest eine gewisse Relevanz, macht sich das an den Börsen und damit in der Finanzwelt bemerkbar. Weltweit, weil genau. alles miteinander verstrickt ist. Daran erkennt man auch wieder die Verstrickung dieses Systems, in dem wir sind. Weil wir leben in einem System, in einer Welt, einer selbst erschaffenen Welt, nicht Erde, sondern Welt, die wir Menschen erschaffen haben. Indoktriniert allerdings erschaffen haben von Menschen, die uns diesen Gedanken in uns drin haben fruchten lassen, damit überhaupt die Dinge in dieser Welt so existieren in können, wie sie existieren. Diese Richtung gehen, ja. Mhm. Weil ohne die Leistung der Menschen würde das alles nicht da sein. Genau. Die braucht man, ja. Und da sind wir also wieder an dem Punkt, den wir schon mehrmals besprochen haben. Und wenn wir jetzt sehen, was passiert in der Welt. Wir haben aus meiner Sicht, aus meiner globalen Sicht, haben wir eine künstliche Verknappung. Mhm. Erst hatten wir 2 Jahre eine künstliche Verknappung durch Angst und einer Krankheit, die gar nicht dieses Maß an Krankheit hervorgerufen hat, wie es uns suggeriert wurde. Dadurch hatten wir auch eine gewisse Verknappung. Ja, du brauchst Verzicht, ja, genau. Mhm. Ja, Verknappung. Mhm. Mhm. Wir hatten ja auch teilweise wirklich dann Menschen, die Klopapier gekauft haben und wenn ich in den Supermarkt ging, war nichts mehr da. Mhm. Mhm. Ja, also daran siehst du doch schon die Hysterie der Verknappung. Mhm. Mhm. Suggestion, den Aufbau. Mangel. Ja, ja, Mangel. Ja. Mhm. Von dem ich ja sowieso sage, dieser Planet ist nicht mit Mangel behaftet, sondern wir Menschen fabrizieren den Mangel geistig. Es wird uns suggeriert, dass Mangel da ist. Ich hatte letztens gesagt, selbst Erdöl, von dem man uns jahrzehntelang erzählt hat, wenn das einmal weg ist, ist es weg. Mhm. Nein. Mhm. Im Erdboden entsteht immer wieder neues Erdöl. Das kann man sich auch im Mainstream lesen, ja? Mittlerweile, weil es bekannt ist über wissenschaftliche Versuche und Recherchen, dass man festgestellt hat, dass es eben so der Fall ist, dass sich das Erdöl entwickelt hat in dem Planeten und sich wieder neu entwickelt über gleiche Strukturen, die eben immer wieder in dem Kreislauf vorhanden sind. Die Zeitzyklen spielen dabei eine Rolle, klar, nicht alles wächst so schnell wie ein Bambus. Ja, genau. Ja, also das dauert länger, aber es ist immer wieder neu vorhanden. So, der künstlich erzeugte Mangel ist aber das Prinzip, uns kontrollieren zu können, schon seit Jahrhunderten. Es wird immer künstlicher Mangel erzeugt. Mhm. Genau, künstlicher Mangel erzeugt gleichzeitig auch eine gewisse Angst. Weil wenn Mangel da ist, hast du immer Angst, unter dem Mangel vielleicht leiden zu müssen. Mhm. Muss irgendwas nicht mehr zu haben. Und bist denn froh, wenn du es nicht musst. Wenn andere tun, tut es dir vielleicht leid, aber Hauptsache, du hast keinen Mangel. Damit wird dein Ego gefördert. Ja, dass du in einer Welt lebst, wo du nachher gar nicht mehr darüber nachdenkst, dass täglich so und so viele Kinder sterben an Hunger, obwohl du dich gut ernähren kannst, das ist dann verdrängt. Aber es gehört zu dieser Welt. Mhm. Wir müssen uns klar machen, dass das jeden Tag immer noch geschieht. Und dann werden gewisse Dinge hervorgehoben, die uns dann plakativ gezeigt werden. Und da denken wir dann drüber nach. Jetzt zum Beispiel die Ukraine, die letzten 2 Jahre Krankheit etc. Aber dass jeden Tag Kinder sterben, wird dabei völlig ignoriert. Oder andere Konflikte. Jetzt frage ich dich, was glaubst du, wie viel Leid die Krankheit hervorgerufen hat, wirklich in den letzten 2 Jahren als Ergebnis der Krankheit, nicht durch die Umstände, die erzeugt wurden?
Genau, das kann man ja miteinander vergleichen. Nicht durch künstlich erzeugten Mangel, sondern was wirklich an Menschen an dieser Krankheit gestorben sind. Ja. Ja? Und dann vergleich das mal mit den Menschen, die jeden Tag an Hunger sterben. Ja. Dann wirst du feststellen, dass das Verhältnis extrem auseinanderklafft. Das heißt, dass wahrscheinlich im 0,0-Bereich ein Verhältnis da ist. Dass so viele Menschen an Hunger sterben, dass du sagen kannst, vielleicht 0,1% kannst du dagegen stellen, die an dieser Krankheit wirklich verstorben das, sind. Wenn man das so betrachtet, dann ist eigentlich fast nur noch ein Wort passend, das ist eigentlich obszön. Ja, ich weiß nicht. Das ist ein Wort, was man bestimmt benutzen kann. Es ist schrecklich. Es ist schrecklich, ja. Dass wir Menschen auch das gar nicht ins Verhältnis mehr stellen. Nein, aber mit dem Hunger der Welt ist natürlich das Schlimmste, aber ich will auch diese Einseitigkeit, wie viele Kriege, wie viele militärische Konflikte, die es immer gibt und immer gegeben hat, waren uns relativ egal und waren eine kleine Nebennachricht, wo die eigentlich viel schlimmer waren als oder sind als das, was jetzt passiert. Ja, diese Scheinwerferpolitik, ja. Alles andere bleibt im Dunkeln. Ja, und jetzt die Frage, warum glaubst du, ist das so? Naja, weil in diesem Fall jetzt, immerhin ist es ja auch, Russland ist ja jetzt nicht ein kleines militärisches Ding, wo man sagt, ja gut, da ist so ein lokaler Brandherd oder was. Weil Interessen verfolgt werden, und zwar ganz große Interessen. Es ist so, genau wie du gerade sagst, die Interessen, da müssen wir hin. Wir müssen wissen, was ist denn hier überhaupt los? Wer will was? Wer will hier überhaupt was? Ja. Und bleib nicht in der Ukraine oder in Russland stecken. Also nicht du, sondern grundsätzlich jetzt gesprochen, meine ich. Ja. Wenn wir da wieder stecken bleiben, dann haben sie uns wieder genau. an der Angel. Mhm. Wenn das vorbei ist, kommt das Nächste, wo sie uns an der Angel hatten, und das Nächste und das Nächste. Es wird immer wieder... Wo wir wieder anbeißen, Wenn wir eins verstehen sollten, dann doch das, dass das über Jahrhunderte, Jahrtausende genauso läuft. Immer das gleiche Prinzip. Ja, selbst in der Zeit, wo wir dachten, es ist Frieden, gab es trotzdem Krieg. Mhm. Mhm. Vielleicht nicht in unserem Land, nicht in unserer Region, aber an anderen Stellen. Ständig ist Krieg. Die USA ist so lange im Krieg, wie sie bestehen. Ja. Ja, und die Völker davor waren auch kontinuierlich im Krieg. Ich weiß nicht, wie viel 100 Jahre Rom Krieg geführt hat oder Griechenland oder Ägypten. Und du kannst so weit gehen, wie du willst. Das ist das Prinzip. Künstlich erzeugter Mangel. Menschen gegeneinander aufhetzen und gar nicht mehr ihnen die Realität oder Zeit lassen, wirklich die Realität zu begreifen. Wir hatten jetzt eine lange Phase, wo der kriegerische Aspekt nicht der entscheidende war, uns an der Angel zu halten, sondern natürlich immer der kommerzielle Aspekt über das Geldsystem uns zu koppeln mit dem Narrativ, wir müssen haben. Immer mehr, immer mehr, Wachstum, immer mehr. Wachstum, Wachstum, ja. Damit haben sie uns alle in der Phase, von der ich spreche, der letzten 50, 60, 70 Jahre, haben sie die Menschen in ein anderes Narrativ geholt und haben sie damit unter Kontrolle. Ja? Und irgendwann kommt der Punkt, wo das nicht mehr funktioniert. Und da sind wir schon seit einiger Zeit. Mhm. Da sind wir langsam reingerutscht und da sind wir jetzt auch drin. Und das sind die Themen, die uns interessieren sollten. Hier sollten wir tiefer in uns eingraben und feststellen, was ist denn eigentlich los? Was passiert denn in dieser Welt? Sind hier wirklich Kräfte am Werkeln, die uns manipulieren? Oder sind das alles nur Verschwörungstheorien? Das kannst du aber nur in dir selbst herausfinden, wenn du dich selber auch hinterfragst und sagst, hat sich mein Denken geändert? Bin ich noch genauso kommerziell, kommerzgesteuert? Interessieren mich noch Fernsehserien? Banales Beispiel. Interessieren mich noch diese Fernsehserien, die ich früher verschlungen habe? Stelle ich fest, dass die jetzt für mich geistig auf einem Niveau sind, wo ich kein Interesse mehr habe, mir das anzuschauen? Mhm. Schaue ich mir grundsätzlich noch das Fernsehprogramm an? Oder stelle ich fest, dass da fast nichts an Sendung ist, was mich noch interessiert, weil das, was da gezeigt wird, eben geistig nicht mehr mein...
meinem Horizont entspricht. Ja, mich inspiriert, dass ich sage, da gucke ich rein. Ja. Selbst wenn es eine Sendung ist, die dir vielleicht nur den Abend erleichtern soll, indem du da sitzt und lachst, ja, dann frag dich da, ist das, was sie dir da präsentieren, wirklich, kannst du darüber noch lachen? Genau. Mhm. Sehr geil. Mhm. Ja? Mhm. Und all diese Dinge, die muss man doch hinterfragen. Schau mal, ein kurzer Blick noch mal ganz weit weg in die andere Richtung aus der spirituellen Sicht. Die drei wichtigsten Grundfragen, die man sich stellen kann, die sind ja nicht von mir. Das haben intelligente Menschen schon im Altertum verstanden. Zu sagen, wo komme ich her? Wo bin ich und wo gehe ich hin? Diese Frage stellt sich nur dann als große Frage, wenn du über den Aspekt der physischen Wahrnehmung der Zeit, in der du als Mensch auf diesem Planeten wandelst, hinausgehst. Wenn du nur über den Zeitpunkt deiner Geburt, der physischen Geburt, nachdenkst und dem Moment, wo du jetzt bist und wo du vielleicht hingehst, kurz bevor man dich in eine Kiste packt, dann stellt sich diese Frage nur bedingt. Die hat nicht die Tragkraft. Total eingeschränkt. Macht die Frage keinen wirklichen Sinn. Ja, ja, genau. Mhm. Weil na klar kannst du sagen, wo kommst du her? Du kommst von deiner Familie, von deinem Vater, von deiner Mutter. Und dann kannst du sagen, wo bist du jetzt? Ja, jetzt sitze ich hier bei Mike auf dem Sessel. Kannst du alles sagen. Du kannst aber nicht sagen, wo du nachher bist, aber so in etwa kannst du das schon andeuten. Mhm. Ja. Umso weiter du nach vorne gehst, umso schwieriger wird es. Ja, sehr gut. Ja. Okay? Ja. Also die zukünftigen Ereignisse, die werden immer schwieriger. Die Vergangenheit können wir rekapitulieren und das Jetzt haben wir da. Genau. Aus der physischen Sicht betrachtet. Aber aus der spirituellen Sicht bist du eben mehr als nur der physische Körper. Und da stellt sich dann die Frage, wo kommst du wirklich her? Und dann stellst du dir die Frage, wo bin ich jetzt wirklich? Ist das hier real oder ist das vielleicht eine Illusion, die mein Geist nur produziert? Und wo gehe ich hin, wenn ich auf diesem Planeten nicht mehr bin? Daher kommt diese Frage. Genau. Und wenn man sich die Frage stellt, dann werden die Dinge, die du in der physischen Welt siehst und wahrnimmst, nicht weniger, dass sie da sind oder nicht da sind. Aber sie haben eine andere Wertigkeit. Mhm. Du fängst auf einmal an zu begreifen, dass das nicht mehr alles ist, sondern dass viel mehr darüber hinaus da ist. Mhm. Und dann kriegst du vielleicht langsam Vertrauen dazu, dass du selber etwas bist, was viel größer ist als das, was du im Spiegel betrachtest. Was du glaubst zu sein über deine Lebensgeschichte. Selbst in diesem Moment, wo wir beide jetzt sprechen und ein Zuschauer uns zuschaut, kann man in dem Moment nachdenken und sagen, okay, was habe ich denn nachher eigentlich vor? Ist das noch die Wertigkeit, was ich eigentlich will? Bin ich das? Oder bin ich eigentlich viel mehr und müsste eigentlich was ganz anderes wollen? Da muss ich mal kurz auch in eigener Sache kurz was dazu sagen, liebe Zuschauer, weil wir hatten uns vor dem Gespräch noch wie immer kurz unterhalten, Mike und ich, aber das geht wirklich nicht lang. Ja? Also wir bereiten es hier nicht stundenlang vor. Und da wurde auch angesprochen, dass ein beträchtlicher Teil der Zuschauer des Salongesprächs durchaus, ich sag's mir jetzt mal ganz pauschal, also nicht jetzt detailliert offen sind für diese spirituellen Gedanken oder dieses spirituelle Thema an sich. Andere Zuschauer, und das ist um Gottes Willen komplett legitim, da will ich mich nicht beschweren, sagen, nee, ist nichts für mich, komme ich nicht hin, lass das mal sein oder wie auch immer. Ich kann nur für mich sprechen, ich war nie, ich will es mal so formulieren, bewusst ein spiritueller Mensch. Ich glaube, ich war schon immer ein spiritueller Mensch, ohne es selber überhaupt gecheckt zu haben irgendwie, ja, und auch einfach nur unbewusst. Ja. Im Nachhinein, wenn ich mir das so mein Leben betrachte, erkenne ich da schon was. Richtig habe ich das erst seit 2-3 Jahren, auch mit dem Salongespräch. Kurz vorher, komischerweise, waren schon andere kleine Anhaltspunkte oder so ein bisschen Ideengebungen da.
Also ich will nur damit sagen, also ich bin jetzt nicht derjenige, und der Mike hat es auch schon oft gesagt, wir wandeln, seitdem wir geschlüpft sind, irgendwie auf ganz anderen Ebenen, ja, und sind über allem stehend, ja. Und ich muss nur sagen, ich kann auch jeden, ich kann es nachvollziehen für jeden, das möchte ich noch mal, wirklich nochmal sagen, dass wenn jemand sagt, nee, also sorry, ja, da bin ich nicht dabei, das verurteile ich auch nicht, weil ich meine, du und ich, Mike, sind überzeugt davon, ich auch, ja, von dem, was wir hier auch spirituell, über Spirituelles reden, das ist mein, das fühle ich, ja, aber wir beide können jetzt auch nicht sagen, hier ist der Beweis. Nein. Also ich sagen will, also wir können niemanden verwehren zu sagen, du, ich kaufe euch das nicht ab. Das meine ich. Natürlich. Ja? Das ist ja das Relative in der Welt schlechthin. Darum ist ja auch jeder von uns, so sehe ich das zumindest, gefordert, es selbst herauszufinden. Richtig. Und dabei ist es bei mir noch lange nicht abgeschlossen. Das ist eine ständige, permanente Geschichte eigentlich. Es gibt gewisse Dinge, die für mich zur Beweiskraft werden. Für mich. Ja. Und da muss auch wieder jeder für sich entscheiden, was für ihn Beweiskraft hat und was nicht. Genau. Aber wenn ich eine Logik gegenüberstelle, von der ich sage, ich habe jetzt zwei Thesen, und dann frage ich mich am Ende, welche These erscheint mir logischer? Dann ist die These jetzt als Basis für mich die, dass ich sage, oder das Thema als Basis, global gesehen, wo kommt das Universum und alles Leben her? Das ist eine sehr große Frage. Ja. Ja? Wissenschaftler würden jetzt aus ihren Fachbereichen da so viel Verstrickung draus machen, dass du 2000 Jahre darüber diskutieren kannst. Das lehne ich erstmal in der Basis, in der Phase ab. Mhm. Weil alles das kann Wertigkeit haben und im Detail das eine oder andere stimmen oder auch nicht stimmen und mich weiterbringen. Aber das lehne ich jetzt erstmal ab. Ich sage einfach nur, ist es wahrscheinlicher, dass ein Universum mit allem Leben dort drin, und für die Zuschauer, die jetzt vielleicht sagen, ja, aber es gibt mehrere Universen, okay, egal, nehmen alle Universen, irgendwo muss ja ein Anfang gewesen sein, wenn genau, die vorher nicht da waren. Ja? Mhm. Also von dem Punkt des Anfangs ist es wahrscheinlicher, dass aus nichts ein Urknall entstanden ist, aus dem sich dann ein Universum entwickelt, was intelligent, so hochgradig motivierte Lebensstrukturen hervorbringt, die Wissenschaft teilweise bis heute noch nicht ansatzweise kapiert hat, wie das funktioniert. Mhm. Ja? Aber sie stellen immer weiter fest, wie komplex das ist und welche wie durchdacht auch. Symbiosen ineinander, von Komplexitäten ineinandergreifen. Wie ein Riesengetriebe. Nur mal den Körper des Menschen genommen, Wahnsinn. Bis hin zum Atom. Ja? Wunder. Gar nicht weiter in die Quantenphysik, nur bis zum Atom. Mhm. Also wenn wir das sehen, und das kommt aus nichts durch einen Urknall, oder ich sage, es muss eine Essenz da gewesen sein und nicht ein Nichts. Genau. Aber diese Essenz war nicht materiell in Form von Materie sichtbar, sondern in Form von Energie, die man nicht sehen kann. Und diese Energie muss einen intelligenten Geist als Ursache haben. Geist siehst du auch nicht. Energie und Geist ist für uns Menschen physisch nicht sichtbar. So, und diese beiden Punkte stelle ich jetzt als These gegenüber. Dann sage ich dir ganz klar, das, was ich jetzt letztens gesagt habe, das ist für mich dann logisch. Gut, dann muss ich aber... Und das andere wäre für mich dagegen völlig unlogisch. Okay, aber man könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, Mike, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück, wo kommt die Energie her? Ja, das kannst du sagen, das ist auch völlig richtig. Die Frage ist, bevor ich darauf eingehe, die Frage ist erstmal gewesen... Das, was man uns erzählt, die Entstehung. Gegen das, was ich jetzt gesagt habe. So, da kannst du jetzt sagen, was ist für dich logischer? Dass alles aus nichts entsteht, durch nichts ein Knall entsteht, oder dass eine Essenz vorhanden gewesen sein muss, energetischer Form,
geistiger Form? Das kann ich dir kurz beantworten. Ich halte alles für wahrscheinlicher, als dass es aus dem Nichts entstanden ist. So, ja? Das reicht ja schon mal. Mhm. So, jetzt kann man anfangen zu diskutieren und zu sagen, ja, aber wo kommt denn die Energie her? Wo kommt denn der Geist her? Und das wird dann schon philosophisch weitergetragen. Und da kann man jetzt endlos drüber philosophieren. Meine Philosophie sagt mir, wenn du einen Schritt weiter gehst vor dem Urknall, dann ist das für mich völlig klar, dass es keinen Anfang und kein Ende gibt. Das wäre für mich auch eine Erklärung. In der physischen Form. War immer da. Eine physische Form braucht immer einen Anfang und bedingt dadurch, dass sie einen Anfang hat, hat sie auch ein Ende. Ja. Wenn man jetzt sagt, nein, das geht ewig weiter, dann würde ich auch sagen, nein, für mich nicht, weil der Anfang war, ist das gleichzeitig das Ende. Weil vor dem Anfang war es nicht da. Also so oder so ist die physische Präsenz immer verbunden mit einem Anfang und mit einem Ende. Mhm. Die Energie, die die physische Präsenz hervorruft, ist aber kontinuierlich da. Egal, ob die physische Form da ist oder nicht. Mhm. Und deswegen, weil sie keinen Anfang hat, hat sie auch kein Ende. Also so wird sie auch weiterhin bestehen, auch wenn es, wenn das Universum aus irgendwelchen Gründen... Darum sagt das ja selbst die Wissenschaft, dass Energie unvergänglich ist. Genau. So, und jetzt ist die Frage, wie definierst du Energie? Wenn du Energie nur definierst wie elektrischen Strom, dann hast du natürlich ein Problem mit der Sache, von der ich jetzt spreche, die viel größer ist. Wenn Energie aber etwas ist, was das Leben, die Physis erst hervorbringt, dann kannst du von der Lebensenergie sprechen, was die Chinesen Qi oder die Japaner Qi nennen oder andere Völker eben einen anderen Namen dafür haben. Lebensenergie ist nicht elektromagnetische Energie, sie entsteht aus Lebensenergie, aber es ist nicht die Lebensenergie. Diese Lebensenergie muss aber intelligent sein, weil sonst könnte sie keine Form hervorbringen. Sie muss eine Motivation haben. Wenn du so komplexe Formen in der Physis wahrnimmst, wie wir sie ja wahrnehmen, die nicht wir Menschen erschaffen haben, sondern alles, was du nur auf diesem Planeten alleine siehst, was naturgegeben da ist, dann kannst du sagen, basiert auf einer Intelligenz, die die Energie beherrscht. Jetzt kann man sich sagen, okay, die Energie und der Geist ist eins. Ja, kann man so sehen. Ich habe sie nicht gesehen, ich habe den Geist nicht gesehen, ich kann es dir nicht sagen. Aber rein logisch betrachtet wäre das vorstellbar, weil es beides feinstofflich ist. Feinstofflich bedeutet letztlich nur, dass es nicht grobstofflich ist. Nicht sichtbar ist, nicht greifbar, nicht da. Für einen, also nicht offensichtlich da. So, und jetzt können wir vom Bewusstsein sprechen. Bewusstsein ist nicht unser Gehirn. Unser Gehirn ist eine Zentralsteuerung wie ein Computer. Die Software, die hat noch niemand gesehen in unserem Gehirn. Das ist unser Bewusstsein. Das Bewusstsein ist also feinstofflich, ist nicht grobstofflich wie das Gehirn. Das Bewusstsein ist in jedem selbst sein Selbstbewusstsein der Seele, die mit dem Oberbewusstsein, dem ganzen Bewusstsein, was das Universum hervorgebracht hat, eins ist. Ein Teil davon. Und jetzt kannst du das Ganze, um es dem rationalen Verstand in einer kindlicheren Art und Weise beizubringen, sagen, das ist Gott. Und wir sind alle ein Teil von Gott. Damit habe ich nur Wörter benutzt, die genau das Gleiche aussagen. Aber jetzt schaffe ich Bilder. Ja, um als kleine Hilfestellung quasi. Ja. Genau, jetzt habe ich das Ganze mit einem Bild behaftet. Und da fängt die Gefahr an. Genau, was ja die Religionen tun. Ja, damit fängt die Gefahr an, dass du als Mensch manipulierbar bist und dass du an etwas glaubst, was du dann projizierst, weil du sagst, ja, ich bin ja Mensch, also bin ich Teil von Gott, also muss ja Gott so ähnlich aussehen wie ich. Und muss ja auch so ähnliche Gedanken haben. Also gut und böse. Ja, wenn ich als Mensch sage, der ist böse, der muss jetzt ans Kreuz genagelt werden, dann ist Gott eben der strafende Gott, der sagt, ja, den musst du ans Kreuz nageln. Oder er sagt zu dir, ja, du musst dein Kind
auf dem Altar opfern. Genau, ja. Ich will mal sehen, wie weit du mir folgst. Mhm. Ja, der Gott, von dem ich spreche, der würde sowas nie machen. Würde ihm gar nicht einfallen, weil er gar nicht, darum geht es ihm gar nicht. Also, nein, warum geht es nicht darum? Weil da ist auch wieder die Frage der Logik. Weil du kannst ja auch wieder sagen, ja, klingt alles ganz schön, Mike, klingt besser als der Urknall, aber wo ist denn der Sinn? Warum gibt es denn überhaupt ein Universum? Mhm. Und warum gibt es denn die Energie, die sagt, komm, oder der Geist, der Energie sagt, komm, wir machen hier mal ein Spiel? Und genau da fängt es an. Es ist ein Spiel. Man kann es als Spiel bezeichnen. Was könnte der Geist energetisch gesehen feinstofflich erfahren? Wie kann er Liebe erfahren? Wie kann er Hass erfahren? Wie kann er all die Gegenseitigkeiten erfahren, die wir als Mensch in der Präsenz unseres physischen Körpers erfahren können? Er braucht also ein Medium. Genau, das ist die Materie. Gestirne erfahren sich auch. Mhm, mhm. Auf einer anderen Ebene. Wenn ein Komet auf einen anderen knallt, dann erfahren die sich. Hat er da ja. Durchaus, ja, ja. Gibt es da Einflüsse, sag ich ja. mal. Ja, genau. So, also, ich will jetzt nicht in diesem Gespräch so philosophisch werden, weil da könnten wir jetzt wirklich ausholen und Kilometer an Stunden. Ja, aber vielleicht als Diskussionsanstoß, genau. Als Denkanstoß, vielleicht auch, wobei dass da jeder, auch da natürlich jeder frei ist, wie weit er da drüber nachdenken möchte oder wie weit er sich das selber zurechtlegen möchte. Harter Bruch. Warte, bevor du den harten Bruch machst, wir gehen gleich dahin. Ja. Ich möchte nur noch was dazu sagen. Bitte. In einer Welt, in der wir leben, um Erfahrungen zu machen, brauchen wir die Gegensätze, sonst können wir keine Erfahrung machen. Ja, genau. Und zu den Gegensätzen gehört auch das Gute, genauso wie das scheinbar Böse. Jetzt kann man sich fragen, wenn Gott alles ist und wenn Gott Liebe ist, der hat ja nicht vor, jemandem was Schlechtes zu tun. Mit welcher Idee? Weil alles ja ein Teil von ihm ist. Wenn ich es jetzt mal banal runterbreche, sagen wir mal, dein kleiner Finger. Ja? Über den denkst du wahrscheinlich nicht oft nach. Mhm. Jetzt den mal von deiner linken Hand. Fühl den mal. Ja? So, du würdest ja jetzt nicht unbedingt sagen, ach, ich bin in meinen kleinen Finger verliebt und denk ständig an deinen kleinen Finger. Es sei denn, du bist Fingerfetischist. Ne? Nein, das liegt nicht vor. Ja. So. Ja, aber wenn ich jetzt sage, pass auf, diesen Finger will ich pieken oder abhacken, ja. Dann würdest du dich heftig wehren und sagen, los, ja? Moment mal. Du könntest doch rein theoretisch sagen, nee, den liebe ich, den will ich haben, der ist mal eins, der ist von mir eins, den will ich doch, da will ich nicht einen Millimeter von verlieren, ja, oder? Ja, richtig. Suggeriere ich dir jetzt was oder würdest du dem Wort? Nein, ich würde sagen, bist du verrückt geworden oder was? Ja, aber ja. Geh mal tiefer ins Gefühl, denn irgendwann würdest du doch sagen, du liebst diesen kleinen Finger, es ist ein Teil von dir. Ja, also du liebst doch deinen ganzen Körper. Ich weiß, was Körper du meinst, ja, von, richtig, ganz genau, willst. Ganz genau. So, das ist und kein Gott. Schaden zugefügt wird. Das ist Gott. Ja. Aus dem, also wenn du Gott sagen würdest, ich will jetzt diesen Menschen, der hier auf dem Sessel ist, was tun, dann würde er sagen, warum? Ist doch ein Teil von mir. Ja, richtig. Würde mir selber schaden. Warum würde ich mir selber schaden? Richtig. So, okay? Wenn er aber weiß, dass dieser Körper gar nicht du bist, sondern das Teil des Spiels ist, du selber, dir tut er doch nichts. Dir kann er gar nichts tun. Es könnte mir egal sein, meinst du? In der physischen, rationalen Welt nicht, weil da sagst du dir, Moment mal. Ja, ich verstehe schon, aber dann in einer anderen Position könnte es mir egal sein. Ja, das heißt, wenn du aus dem Körper schlüpfst du aus der Rolle des Schauspielers. Und wenn du jetzt ein Bösewicht bist, der in dieser Rolle, sagen wir mal, den Bösewicht spielt, dann bist du hier böse, rational gesehen, ja, und du tust Menschen Leid an. Das stimmt auch, dann rational gesehen, aber spirituell gesehen nicht. Weil du spirituell den anderen nichts tun kannst. Du kannst nur der Hülle etwas tun. Ja, aber wo sind wir dann, jetzt kommen wir wirklich vielleicht, aber egal, aber wo sind wir dann mit Ursache und Wirkung, mit Karma, mit allem? Wenn Ursache und Wirkung in diesem Spiel ja vorhanden sind, dann haben wir ja den Lernprozess erst wirklich für uns real. Weil wenn du in diese Welt kommst, um Erfahrungen zu machen, um dir selber zu sagen, was du willst,
Mhm. Du kannst in die Welt geboren werden und kannst aus welchem Grund auch immer dazu neigen, Schlechtes zu tun. Ob es über Indoktrinierung von anderer Seite kommt oder weil es einfach in deinem Charakter scheinbar liegt. Wobei der Charakter auch wieder von deiner Vorinkarnation Teile mit beeinflusst ist, ja. Mhm. Aber deine Frage zu beantworten, das führt ja dazu, dass du, wenn du in dieser Welt kontinuierlich wieder inkarnierst, dann musst du dir die Frage stellen, warum machst du das? Mhm. Um mit deinen Erfahrungen zu wachsen, sodass du irgendwann nicht mehr der Bösewicht bist, von dem ich vorhin gesprochen habe, der mir Böses tut. Mhm. Sondern in der fünften, sechsten Inkarnation sagst, ja, habe ich zwar gemacht, aber mache ich nicht mehr. Auf die Wirkung habe ich irgendwie keine Lust mehr. Ja, ja, genau. Trotz alledem gab es nie einen Moment, wo ein Gott dich strafen würde dafür. Weil du niemandem etwas in der Realität der Feinstofflichkeit getan hast. Weil du es gar nicht tun kannst. Aber in der physischen Welt schon. Und da musst du auch mit den Konsequenzen leben. Weil was du in der physischen Welt erschaffst, hat Resonanz, die zu dir zurückkommt. Das heißt, du erfährst hier Dinge, die du teilweise selber verursacht hast oder auch nicht verursacht hast, die von anderen verursacht auf dich zukommen. Aber nichts ist voneinander losgelöst. Mhm. Und wenn du es in diesem Leben nicht erfährst, erfährst du es im nächsten Leben. So ist es. Solange du diesen Weg gehst, und ich glaube, aber da, wie gesagt, jetzt, das führt jetzt sehr weit, ja, weil das sind alles philosophische Gedanken, die ein anderer völlig anders sehen oder abtun kann. Und komplett ablehnt, ja. Ja, aber ich sage, wir haben eine Entscheidungsmacht in uns, die sagt oder die uns dazu führen kann zu sagen, nee, ich inkarniere nicht mehr. Mir macht das alles keinen Spaß mehr. Das ist jetzt langweilig. Mhm. Ich war 5-mal Bösewicht, ich war 5-mal Heiliger, ich war 6-mal Frau, 8-mal Mann. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt bleibe ich in der feinstofflichen oder in einer ganz anderen Dimension. Komm nicht mehr zurück. So, das ist, ehrlich gesagt, jetzt philosophisch mal eine Aussage, die kann ansatzweise richtig oder völlig falsch sein. Aber das sind Denkprozesse, die ich führe, die ich auch in meinem Buch beschrieben habe. Ja? Weiß ich, bist du damit jetzt eigentlich schon durch? Bin ich schon durch, ja. Weil dann weißt du, da habe ich auch diese Phase, wo ich das anrege, darüber nachzudenken. Wie gesagt, das soll alles dazu dienen, nachzudenken, sich selber seine eigenen Reim aus sich selbst zu machen. Vielleicht zum Abschluss von diesem Thema noch hinzugefügt, liebe Zuschauer, es geht mir darum, was ich bei mir, ich verlange oder erwarte oder fordere von euch gar nichts, um Gottes Willen, ja, es ist nicht meine Aufgabe und so sehe ich mich auch nicht, kann nur von mir sprechen, dass es einfach, man kann es vielleicht auf einen einfachen Nenner bringen, dass man sich einfach seinen Geist öffnet. Für solche Gedanken erstmal, ja, so das undenkbare Denken, wo man normalerweise sagt, Moment mal, also jetzt spinne ich schon oder wie, vielleicht. Metaphysik. Ja, genau, dass man wirklich sagt, lass es doch einfach mal zu. Genau. Ja, darüber vielleicht mal selber nachzudenken. Jetzt kommt der harte Bruch, Mike. Bitte. Wir kommen wieder ins Feststoffliche, ja, und zwar geopolitisch. Ja. Da wollte ich nochmal hin, um den Bogen dann nochmal praktisch zu schließen mit Ukraine. Seit Jahren gibt es ja dieses Schlagwort Neue Weltordnung und so weiter, New World Order, wobei auch natürlich dann gemeint ist die ganze Welt. Sprich, alle Teile, alle Länder und alle Kontinente und so weiter unter einer neuen Ordnung. Für alle gilt das Gleiche und so weiter. Ganz kurz, aber wir sind uns einig, dass wir bis jetzt schon in einer Ordnung leben, seit langem. Ja, ja, natürlich, aber eine veränderte. Das sind ständig Ordnungen gewesen. Genau, Sie wollen jetzt aber global... Ob wir sie als Ordnung aus unserer Sicht betiteln würden, ist fraglich. Richtig. Weil für mich ist es eine Unordnung. Es ist ein System, ein aufoktroyiertes System. Aber auch eine Unordnung. Ja, ja, auf den Kopf gestellt. Sind wir uns einig, genau, ja, genau. Womit man jetzt auch nicht so gerechnet hat, ja, vor der Ukraine-Geschichte war Russland jetzt nicht der Erz, des Hort des Bösen, auch wenn Ronald Reagan ihn vor 40 Jahren mal so genannt hat, ja. Wir haben Handel mit denen getrieben, es war Austausch von Menschen und Kultur und Waren und Dienstleistungen und so weiter, Rohstoffen.
Und jetzt hat sich das innerhalb von mehreren, einigen Wochen nur so dermaßen verändert, es ist so gekippt, ja, sowohl Russland als auch der Westen schneidet alles ab, was irgendwie Verbindungen hat zu Russland, Flugverkehr, Wirtschaft, Finanzen, alles. Und die Konsequenz, die ich da sehe, ist, dass sich da vielleicht aus dieser Richtung, aus dieser Geschichte das entwickeln soll, dass der Petrodollar, also wenn man ganz konkret, immer mehr an Bedeutung verliert, dass die Russen und die Chinesen, auch wenn die jetzt nicht beste Freunde werden, aber irgendwie hängen sie zusammen, da wirklich hier nicht mitgehen, offensichtlich, sondern eine andere Richtung wollen oder in eine andere Richtung auch vom Finanzsystem her gehen, kann es sein, dass das eigentlich, wie auch immer es geplant war, ein Dominostein ist oder war, die Ukraine-Geschichte, dass das in Bewegung kommt, dass die Russen sagen, wir haben Gold, Chinesen haben auch Gold, wir wollen dieses wirklich kaputte System nicht mehr auch, dieses Finanzsystem. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, die Russen sind die Guten und die führen uns in die neue Zukunft, aber es ist doch jetzt eine riesen Spaltung da. Thomas, die von neuer gemeinsamer Welt ist jetzt immer weniger die Rede. Die Problematik, die solche Gedanken hervorrufen, liegt da, dass so viel Verwirrung möglich ist in dem Gesamtkomplex, wo wir über verschiedenste Themen reden, die aber letztlich nachher ineinander greifen. Ich will mal darauf hinaus, was ich schon öfter mal betont hatte. Europa und die USA haben sich systematisch selber in den letzten Jahrzehnten immer mehr ins Hintertreffen gebracht, sich aushöhlen lassen, teilweise hatten lassen. Wir genau. So, das solltest du in der Frage, die du gerade gestellt hast, mit berücksichtigen als ein Ansatz, über den du nachdenkst. Nämlich, man muss sich die Frage stellen, warum ist das erstmal überhaupt geschehen? Richtig, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Weil ja. Das, was da geschehen ist, von dem ich jetzt spreche, begünstigt ja den Umstand, den wir jetzt haben. Denn wäre Europa erstarkt, stärker geworden und die USA zumindest so kräftig geblieben, wie sie mal waren, ja, dann würde der Umstand jetzt viel problematischer sein für Russland. Richtig. Diese Maßnahmen zu ergreifen. Also kannst du doch rein theoretisch sagen, wenn Menschen über einen längeren Zeitraum Pläne schmieden, sogar über Generationen, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass der Abbau Europas und der USA genau dahin führen sollten, dass China stärker wird und Russland stärker wird. Soweit kann ich genauso sehen, ist gewollt. Ja. Es ist doch eher die Wahrscheinlichkeit da als umgekehrt. Mhm. So, was hatte ich gesagt schon mehrmals? Ich habe gesagt, wo der Deep State letztlich nachher seinen Sitz hat, aus der geopolitischen Strategie heraus, ist doch völlig egal. Der kann sich doch überall hin verkriechen in das Netzwerk, wenn er es erstmal aufgebaut hat. Er muss ein Netzwerk aufbauen, in dem er wunderbar agieren kann. Und was ist für den Deep State entscheidend? Eine globale Kontrolle, die Macht, die er hat, zu erhalten. Und das erhält er durch ein System, was Verstrickung hat. Über alle Nationen gestrickt, so dass er praktisch wie eine Spinne in der Mitte sitzt und die Fäden zieht und alle nach seinem Düngen handeln. Die Nation. Der Mensch selber, der einzelne Mensch in der Bevölkerung, ist ja dem ganzen System unterworfen, wenn er nicht versteht, dass er in diesem Hamsterrad sitzt und da langsam mal selber raus will. Dann kriegt das System ja sowieso ein Problem. Und das war den Menschen, die uns kontrollieren, klar, dass das geschehen wird. Und hauptsächlich in den Ländern, die schwächer geworden sind, in Europa und in den USA. Weil da hat langsam ein Umdenken stattgefunden in den letzten Jahrzehnten. Auch wenn es langsam war, in der Bevölkerung gab es immer mehr Widerstand, nicht im physischen Sinne draußen durch Demonstrationen, aber im geistigen Sinne, dass sie nicht mehr mit dem Narrativ einverstanden sind, sondern es hat sich immer mehr Alternatives gebildet, ja.
im Medienbereich, sprich in den Netzwerken wie YouTube etc., Internet, aber auch parallel dazu in anderen, sei es Bücher, die geschrieben wurden etc. Musik, es gibt da ja, viele also, Bereiche. Also Menschen haben angefangen, aus diesem Narrativ aussteigen zu wollen, mehr oder weniger. Ja? Oder immer mehr, besser gesagt. Ja. Und da das ein Wissen hervor benötigt, um Strategien zu fahren, die über Generationen teilweise laufen, musst du spirituell es Wissen haben und auch wissen, wie das mit den Energien läuft, mit den Zyklen auf diesem Planeten, in diesem Universum. Und das wissen die, die uns kontrollieren, sehr wohl. Weil es sind nicht die Politiker, die uns kontrollieren, das sind nur Marionetten. Selbst die Wirtschaftsbosse, die wir glauben, ob du so ein Klaus Schwab oder wie sie alle heißen, ja, das sind auch noch Marionetten. Die sind zwar schon in einem höheren Grad eingeweiht, aber es sind immer noch Marionetten. Also ist es doch durchaus überschaubar zu sagen, okay, in China schien es doch so, dass die Menschen sich immer mehr kontrollieren lassen. Mhm. Und schien es nicht nur so, sondern es ist doch so. Guck mal, was die da für Gesetze haben. Ja. Wenn Zuschauer das nicht wissen, kannst du ja mal ein paar aufzählen. Du kennst die ja, ne? Dass wenn du über die Straße gehst... Das Social Quellensystem, ja, also Belohnung, Bestrafung, wenn du... Genau, da ist also eine Überwachung. Oder ich habe kürzlich gesehen, da waren, weiß ich nicht, waren 500 oder 1000 Leute im Stadion, die mussten antreten zum Testen, ja, irgendwie. Ja, also es ist eine Komplettüberwachung. Wenn du bestimmte Punkte gesammelt hast, kannst du erstmal drei Jahre nicht verreisen. Gesichtserkennung, Straße, Webcams, überall. Wenn du da, wenn sich mehrere Menschen ab einer Zahl X über eine gewisse Zeit versammeln, dann wird da eingeschritten. Gibt's Alarm, genau. Mhm. So, das ist doch schon Überwachungsstaat pur. So, das heißt, dieses Land scheint als Experiment für den Deep State hervorragend gewesen zu sein. Weil da funktioniert das. Ja. Darum bin ich überzeugt, dass der Deep State schon lange in China sitzt. Deswegen nicht seine Fäden völlig verloren hat, aber hauptsächlich sich da manifestiert. Mhm. Und in Russland haben sie das auch versucht, in der UdSSR. Sie haben sie auch hinbekommen, aber das ist gescheitert, weil der Russe anders denkt. Auch in Deutschland haben sie es versucht mit der DDR. Mhm. Das hat auch nicht funktioniert. Das heißt, die Russen, die Europäer und die USA, die ja letztlich sich alles aus Europäern zusammensetzt, wenn man so will, ist die Mentalität, die Kernmentalität der USA europäisch. Genau, will ich auch so sehen, ja. Ja, prozentual gesehen wahrscheinlich bei 99%. Mhm. Dieses 1% von anderen Bevölkerungsschichten, die anders ticken als Europäer, mag es geben, aber die spielen keine große Rolle in dem Gesamtkonzept. Gilt auch, weil jetzt vielleicht manche sagen, was ist mit den Hispanics? Ja, gilt genauso. Auch europäischer Ursprung letztendlich. So ist es. Ja. Und das muss man begreifen. Weil wenn man eben immer nur im rationalen Denken bleibt und den spirituellen Aspekt völlig ausklammert, kommst du da nie hin, was ich jetzt gerade gesagt habe. Weil das alles nicht dem Sinn ergibt. Wenn man dann nur in Nationen denkt und sagt, nee, das liegt an der Partei. Mhm. Wenn die Partei nicht da wäre, wäre da alles anders. Nein, das liegt an all diesen Grundsätzen der Spiritualität, der Unterschiedlichkeit von Menschen, wie man mit Menschen umgehen kann, wie man sie indoktrinieren kann oder auch nicht. So, für mich ist jetzt die Frage die, oder besser gesagt an dem Punkt nochmal, damit wir wissen, wo wir stehen. Für mich ist es eher der Fall, dass der Deep State schon längst da sein Netzwerk integriert hat, in China. Ja. Nicht in Russland. Aber Russland über Putin, wobei ich auch davon ausgehe, dass er ein Teil einer Agenda ist, wo Kräfte hinter ihm sind. Das sind aber nicht die gleichen Kräfte, die da in China sitzen oder in den USA gesessen haben. Ja. Und wie weit diese Kräfte der Menschheit als Ganzes gesehen gut oder schlecht gesonnen sind, weiß ich nicht. Aber es sind nicht die gleichen Kräfte.
Ja, Moment, jetzt kommen wir aber dahin, der Deep State in China, da gehe ich ja hundertprozentig mit, ja, kann der ein Interesse haben, dass es jetzt mit Russland gegen den ganzen Rest der Welt quasi gefühlt geht? Das ist doch das, wo ich hin will. Ja. Also du bist mir jetzt gerade auf der Fährte. Du folgst mir gerade. Ja. So, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht, zumindest in dem Wollen, ob sie das umsetzen, ist eine andere Sache, ob sie es umsetzen können. Mhm. Aber von der Logik, die dahinter steckt, dass eine Verbindung geknüpft werden soll mit Russland über die Schiene. Und dann hättest du die eurasische Konstellation, die extrem kräftig ist. Mhm. So, und jetzt ist dann aber die Frage, wie weit lässt sich das Narrativ von China dann in Russland verkaufen? Genau. Also das Überwachungsprinzip. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Kräfte um Putin nicht kenne. Mhm. Sie müssten also annähernd mit dem Konzept übereinstimmen, ein ähnliches Konzept dann aufzubauen. Das wäre eine denkbare Lösung, dass sich das dann von da aus über den Planeten entwickelt. Weil wenn diese beiden Länder wirklich zusammen agieren und ihre Stärke dann aufbauen, sich vielleicht Deutschland noch schnappen und die Deutschen indoktrinieren, ja, dann hat der Rest der Welt schlechte Karten. Mhm, Das wäre dann die negative Variante dessen, was möglich ist. Dann sage ich dir aber eins, muss ich dich eins fragen. Bitte. Ich gebe dir insofern recht, dass ich auch glaube, dass hinter Putin andere Kräfte stehen als der Deep State, oder der Deep State selbst. Man muss aber auch dazu erwähnen, es ist jetzt aber auch nicht so, dass Russland jetzt schon jetzt das Paradies ist, wo wir alle hinwollen. Nein, natürlich nicht. Du siehst ja, dass er auch Strukturen hat, die dahin deuten, dass er auch ein Kontrollfreak ist, bis zu einem gewissen Autoritär Grad. Auch, ja, ja. Ja, ja, und Kontrolle. Ja, ja. Darum ist ja das Narrativ, von dem ich spreche, nicht so unlogisch, dass sich das mit China nachher verknüpft. Richtig, aber ja, nicht in aber es kippt dann auf die chinesische Seite, könnte es kippen. Ist die Frage. Das kann sich nachher im Netzwerk nachher so verteilen, dass das nachher eine Symbiose wird. Mhm. Aber es wäre für uns nicht gut. Richtig. Also für genau, Menschen, die frei sein wollen. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Ja. Und wenn wir uns jetzt die Welt mal anschauen, die Welt ist ja nicht frei, auch jetzt nicht. Mhm. Das ist ja auch eine Illusion. Die Europäer glauben immer frei zu sein, das sind sie doch nicht. Spätestens seit 2020 müssen sie das doch begriffen haben. Ja? Und diese künstliche Verknappung, die begreifen wir jetzt vielleicht noch eher als noch vor 2 Jahren oder noch davor. Mit offensichtlicher, ja. Weil warum kostet denn jetzt das Benzin immer noch über 2 Euro? Doch gar kein... Der kein Grund, Ölpreis, den sie, kein der, Dollar. Es war erstens mal kein Grund dafür da, nein, kein physischer. Von vornherein nicht. Und jetzt ist ja erst recht nicht mehr da. Und trotzdem findet es weiter statt. Diese ganze Verknappungsgerüchte, dass wir weniger Nahrung haben oder dass Kaufketten oder Lieferketten zusammenbrechen, das ist alles im Narrativ drin, um die Angst zu schüren, um uns in eine künstliche Verknappung zu bringen. Es könnte schon seit Jahrzehnten keinen Hunger mehr auf der Welt geben. Mhm. Kein Kind, kein Mensch müsste an Hunger oder an Durst sterben. Ja? Sondern das ist alles künstlich erzeugt. Wenn wir alle Technologien nutzen würden, so wie man sie nutzen kann, wenn wir in einer Welt leben würden, wo Menschen miteinander arbeiten, dann gäbe es keine Verknappung. Ganz im Gegenteil, es gäbe einen unendlichen Reichtum. Genug für alle. Mhm. Ja, und wenn dieses 1% oder 2% an Menschen, die so viel besitzen wie der Rest auf diesem Planeten. Dann sagt er nicht alles. Das sagt er nicht alles. Das ist, so ist es. Und das zu begreifen, das sind die Angelpunkte für uns. Wir kommen sonst nicht raus. Die Kräfte, die uns kontrollieren, die werden das ewig weiter vollziehen. Allerdings. Und das habe ich auch schon von unserem ersten Salongespräch, glaube ich, angefangen schon zu sagen, ist das Narrativ des Universums,
und völlig anderes als das von den Irren, die hier rumspringen und uns unter Kontrolle halten. Das Narrativ des Universums für mich basiert darauf, den freien Willen zu respektieren. Und dafür gibt es Zyklen, damit wir Menschen wieder unsere Erfahrung machen. Positiv, negativ, all das hängt damit zusammen. Und die Kräfte, die uns die ganze Zeit hier beeinflusst haben, daran hindern wollen auch, ja, die haben nicht mehr die Kraft, die sie hatten, aufgrund der Energien, die wir haben. Aber die Menschen, die hier noch die Strippen ziehen, sind ja nicht die Spirituellen in dem Fall, in der physischen Welt, sondern es sind eben noch die ausführende Puppen, ja, Denker. Und die ziehen hier weiter ihr Konzept durch. Und da ist auch der Punkt, wo ich sage, dass das, was ich gerade erwähnt habe, als mögliche Variante, China, Russland, ja, dieser Gedanke, dass das aus meiner Sicht nicht rund läuft. Weil das, was jetzt für uns sichtbar wird, dass im Moment die USA immer noch geschwächt dastehen und dass Europa geschwächt dasteht, kannst du ganz schnell umdrehen. Wenn der Biden nicht mehr in der Regierung sitzt, wenn das amerikanische Volk, also die USA-Bürger, einen Präsidenten oder Präsidentin jetzt hätten, der anders denkt, der die Dinge anders forciert und die Kräfte hinter sich hat, das umzusetzen, dann könnten die USA innerhalb von kürzester Zeit wieder erstarken, mit dem Potenzial, was sie haben. Und das Gleiche gilt für Europa bzw. für Deutschland. Ja. Du brauchst die Strukturen, die Europa und die Deutschland hat, nur mit einem anderen Geist zu füllen. Wenn ein anderer Geist da drin ist, dann ist Europa innerhalb kürzester Zeit wieder bärenstark. Ja, gebe ich dir recht. Genauso wie die USA. Mhm. Und dann würde, wenn das dann so wäre, wovon ich auch, ich sage immer würde, werde, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, dann würde das Konzept, wenn es denn so, wenn es so wäre, wie ich sage, China, Russland, nicht aufgehen. Das wäre gestört. Richtig, ja? Das ginge gar nicht, ja. So, also sind wir in einer Phase, meiner Meinung nach, wo immer noch alles in Bewegung ist. Darum ist das so schwer, klare, logische Gedanken zu finden, von dem du sagen kannst, jetzt weiß ich etwas. Genau. Oder jetzt weiß ich auch, wo das hingeht oder so. Ja. Genau, zu wissen, wirklich zu wissen, ist etwas, was wir Menschen erstmal wieder in einen relativen Begriff bringen müssen, zu verstehen, was eigentlich Wissen bedeutet. Wissen ist so extrem verunglimpft worden als Begriff, dass es pausenlos irgendwie, ja, ich weiß, ja, du weißt, nein. Es ist eigentlich mehr, dass wir nicht wissen. Es ist viel mehr da, was wir nicht wissen, als das, was wir wissen. Also ich gebe dir dahingehend auch vollkommen recht, ich will es noch unterfüttern, allein auch von der Wortbedeutung her, Wissenschaft. Ja. Nichts, also weiß ich nicht, also ich zumindest in meinem Leben kann ich mich nicht erinnern, dass Wissenschaft so dermaßen missbräuchlich verwendet wird, wie heute oder wie in den letzten Jahren. Oder Wissenschaft praktisch, es als wissenschaftlich dargestellt wird und mit Wissenschaft überhaupt nichts zu tun hat. Nicht mehr, ja. Da habe ich jetzt wirklich, ja, das ist mir jetzt auch gerade spontan, da während du gesagt hast, so eingefallen, das, da gebe ich dir recht, ja, es ist wirklich so, ja. Ja, Wissenschaft ist ja sowieso schlechthin gesagt, also wenn man von der Wissenschaft spricht und den Wissenschaften, also spezifische Wissenschaften, die aber als Oberbegriff immer eine Wissenschaft, ja. Genau. Ja, weil es gibt ja die spezifischen, ja, einzelnen Register und dann kannst du sagen, die Wissenschaft als Ganzes. Die Wissenschaft als Ganzes besteht hauptsächlich aus Theorien. Urknalltheorie, Evolutionstheorie und so weiter und so fort. Ja, Theorien. Aber man verkauft sie uns so, dass der Mensch glaubt, das ist die Wahrheit. Das war so. Wenn jemand was anderes sagt, dann ist er ein Spinner. Und da ist ja schon das Hauptproblem. Wissen ist etwas, was wir gar nicht haben. Wir haben Glauben. Wenn man so will, gibt es Wissen nicht. So ist es.
Wissen kann sich kontinuierlich immer wieder wandeln, sodass du sagst, das, was ich glaubte zu wissen, ist jetzt nicht mehr das, was ich glaubte zu wissen, sondern jetzt habe ich festgestellt, dass ich das glaube zu wissen. Ja, glaube zu wissen. Es ist nämlich schon die Einschränkung an sich. Genau, aber Wissen ist was völlig anderes. Richtig. Ja. Darum hat ein kluger Mann mal gesagt, ich weiß eins, dass ich nichts weiß. Genau. Daher kommt es. Es ist schon richtig. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Ja. Also dann, es ist natürlich auch schon wieder tricky, weil damit wissen wir zumindest eins. Ja. Das habe ich ja gesagt. Genau. Ja. Eins wissen wir, nämlich, dass wir nichts wissen. Genau. Aber dann stimmt der Spruch schon nicht mehr, dass wir nichts wissen. Weil eins ist mehr als nichts. Ja. Aber dieses eine weiß ich. Ja, oder ich weiß, dass ich aufs Klo gehe. Man könnte es auch da runterbrechen. Ja, das kann man vielleicht noch sagen. Da glaube ich nicht nur dran, das weiß ich jetzt. Ja, dass ich jetzt dahin muss sozusagen. Ja, das können wir also mitnehmen. Aber du weißt, was ich meine. Ja. So, jetzt zu der aktuellen Situation. Ich behaupte nicht, dass das, was ich sage, exakt so ist. Aber es ist meine Interpretation der Dinge, wie ich die Welt im Moment wahrnehme. Da, zu deiner Frage. Richtig, ja. Damit habe ich jetzt auf deine Frage geantwortet. So, was jetzt wirklich geschieht, sind ja immer nur die Dinge, die wir sehen im Außen. Und dann können wir wieder aus der Sicht sagen, passt das damit zusammen mit dem Puzzle, mit dem Puzzle. Wir hinken also immer hinterher. Genau, wir müssen immer nach hinten schauen. Ja, Es klappert da was rum und dann gucken wir wieder hier oder da. Aber eins sollte doch jetzt klar sein. Zumindest für die Menschen, die uns so weit weiter folgen wollen. Dass wir eine Welt erleben, wo es Kräfte gibt, die uns manipulieren wollen. Genau, das müsste wirklich klar sein. Das sollte jetzt mittlerweile ein Großteil der Menschen klar sein, zumindest die unsere Gespräche jetzt folgen. Wenn sie unseren Gedanken folgen, genau. Ja, und dass man nicht mehr von einzelnen Protagonisten spricht oder Parteien, die irgendeine Agenda haben, um uns was Gutes zu tun. Genau, das können wir uns auch gänzlich abschminken, ja. Dass komplett, es sowas gibt, durch die Bank. Egal, AfD, was auch immer. Alles, ja. Das sind alles nur Ansätze, da gibt es Menschen, die wirklich was Gutes wollen, denen ich nichts Böses unterstelle. Sage ich auch, richtig. Aber im Ganzen gesehen wird es nie dazu kommen. Ganz genau. So, das ist der wichtigste Punkt. Wir sind also auf wen angewiesen? Auf uns selber. Das ist es. Auf jeder für sich. Und darum ist es so wichtig, dass wir Menschen wieder spirituell in uns erwachen und das begreifen, dass wir da an uns selbst, in uns selbst arbeiten müssen und mit der Welt, mit der gottgegebenen Welt, mit dem Planeten, mit den gottgegebenen Naturgesetzen, die wir aus der Wissenschaft ergründen können, mehr und mehr, ohne ein Narrativ draus zu machen. Ohne zu sagen, oh, jetzt habe ich hier was gefunden, das ist jetzt weiß ich, wie es ist. Nein, einfach nur zu sagen, ich habe hier was gefunden, da ist was. Jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. Und jetzt können wir das irgendwie gut benutzen, können wir da was Positives draus machen oder sehe ich, nee, da mache ich eher was Negatives, also lasse ich es. Ja? Wenn wir das begreifen, wissenschaftlich, das in die Welt tragen und nicht Patente hervorbringen, die dann in Schubfächern landen, weil sie nicht den wirtschaftlichen Aspekt von Konzernen entsprechen. All diese Narrative, die ja in der Welt komplett drin sind, die müssen verschwinden. Wir müssen, wenn wir einen Konzern als Konzern sehen, der menschlich geführt wird, all diese Dinge komplett überdenken. Der Profit-Gedanke muss immer darin liegen, eine Win-Win-Situation zu schaffen, wo alle partizipieren und nicht der Gedanke, nein, wenn ich den einen was gebe, dann hat der andere weniger. Richtig. Und in der Welt, in der wir leben, ist das Finanzsystem genau darauf aufgebaut. Und du hast es, nochmal, da muss wenn ich nochmal... Wenn ich dir im Finanzsystem etwas gebe, dann fehlt es dem anderen. Richtig. Ja, und da kommen wir wieder auf diese 1%. Das ist irgendwie so plakativ, dass 1% oder 2% der Menschheit mehr gehört als allen anderen zusammen. Das ist der Punkt, der noch on top kommt, dass es ein Bereicherungskonzept ist. Ja, Bereicherungskonzept. Ja, aber das ist ja auch keine Win-Win-Situation. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Genau. Das ist ja der Punkt. Wenn Menschen immer mehr verstehen, dass auch der Begriff freie Energie keine Spinnerei ist,
dann hast du schon allein damit, wenn das in die Welt getragen würde, so und so viele Konzerne, die auf einen zum nächsten Tag keine Profits mehr erwirtschaften würden. Die sind natürlich absolut dagegen. Haben null Interesse. Gleichzeitig würde aber entstehen, dass die Menschen, die früher vielleicht noch Aktionäre dieser Gesellschaft waren, ja, oder Angestellte, trotzdem an dem profitieren würden, dass die freie Energie in der Welt funktioniert. Weil jetzt müssten sie weniger Leistung bringen, müssten weniger Geld für andere Sachen bezahlen. Also würde eine Win-Win-Situation für die bestehen, die an den Konzernen im Konstrukt mitgearbeitet haben, aber nicht die Abschöpfer sind, die oben sich immer den ganzen Profit einstecken. Ja? Und so ist das gesamte System aufgebaut. Eine Wirtschaft, in der ein Gesundheitssystem, ja, installiert ist, wo es darauf ankommt, dass die Konzerne daran Geld verdienen, was sie herstellen. Da ist ja schon der Punkt Urfehler. Drin. Ein Konzern ist immer darauf bedacht, Profit zu machen. Also wird er sich nicht darum scheren, dir was zu offerieren, was du einmal kaufst und danach nicht mehr kaufst, weil du gesund bist. Ganz genau. Das ist nicht der Sinn dahinter. Nicht das Interesse an gesunden Leuten, ja. Damit ist praktisch die Logik erklärt aus der Johannes-Offenbarung, wo es heißt, in der 7. Posaune, das heißt da, wo wir uns dem Armageddon nähern, da werden die Heuschrecken über die Menschen herfallen. Aber, und so heißt es in der Johannes-Offenbarung, nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, sie sollen der Erde, den Tieren und den Pflanzen kein Leid tun. Nur den Menschen, die das Mal des Tieres auf der Stirn tragen. Weißt du, was damit gemeint ist? Das Finanzsystem. Die Konzerne. Hast du noch nie gehört, dass man die Konzerne selbst in der rationalen Welt als, Heuschrecken bezeichnet? Die Hedgefonds und so weiter, Konzerne, richtig, ja. Richtig, genau. So, und was tun diese Konzerne? Sie tun uns Leid an. Das ist der rationale Aspekt. Und wir Menschen, die wir dem Tier folgen, wir folgen dem Tier. Tier ist das System. Das heißt, wir, die wir an dieses System glauben und es für gut heißen und glauben, dieses System ist schon ganz gut, besser geht's gar nicht. Oder es würde anders schlechter sein. Wir haben das Mal des Tieres auf der Stirn. Das ist der Glaube an ein System. Der Glaube. Was glaubst du, wie viele Menschen, oder frag dich mal selbst, ob du es selbst getan hast, sich folgende Frage gestellt haben. Wenn man uns seit Jahrzehnten verkauft, dass das Weltwirtschaftssystem, das europäische genauso wie das restliche, auf einer intelligenten, guten Basis basiert und wir immer mehr erwirtschaften sollen, um das Bruttosozialprodukt zu erhöhen, ja, den Umsatz. Und das alles der richtige Weg ist. Und nicht ein Jahr lang, sondern kontinuierlich über Jahrzehnte. Wenn dann alle Länder dieser Welt kontinuierlich sich jedes Jahr weiter verschulden und gleichzeitig dir jedes Jahr erzählen, das ist der richtige Weg, haben sie nicht damit sich offenbart? Komplett. Warum hinterfragt man nicht und sagt, warum haben wir ein System, wo wir kontinuierlich Jahr und Jahr Milliarden an Schulden an Zentralbanken haben. Wenn denn dieses Wirtschaftssystem so toll ist, wenn die Europäische Union so toll ist. Warum haben wir da eigentlich Schulden? Wenn das Konzept so toll ist, warum haben wir denn Schulden? Ich glaube, da kommen wir wieder an diese Bequemlichkeitsfrage, dass Menschen gern verdrängen. Sie wissen es zwar. Ich glaube sogar, dass einige Menschen das nur unterbewusst wissen, aber nicht bewusst, sich gar keine Gedanken darum machen. Oder sogar so weit, richtig, ja. Und dann hören sie, ja, und jetzt ist eine Umschichtung. Schuldenbremse und ja.
Und plötzlich sind wieder 300 Milliarden da, werden da reingeschmissen und so weiter, wo sich keiner fragt, wo das herkommt. Jetzt soll ein Hilfspaket für Katastrophen von so und so vielen Milliarden in Deutschland erwirtschaftet werden. Wo kommt denn das alles her? Es ist sowas von Hanebüchen. Brutal, es ist brutal. Irrsinn. Ja. Da wird mit Milliarden rum. Und Hunderten von Milliarden. Ja. Und das auf der ganzen Welt. Ja. Und alle sind verschuldet bei Zentralbanken. Ich würde ja noch verstehen, wenn es jetzt eine große Supernation genau, wo alle die sich kontinuierlich sagt, ja, wir haben dieses Jahr jetzt 20 Milliarden drauf, positive und nächstes Jahr wieder. Und die anderen schrumpfen. Alle sind verschuldet. Ja. Alle sind verschuldet. Und was ist das im Einzelnen gesehen, wenn ein Mensch verschuldet ist? Er ist in Abhängigkeit. So ist es. Und warum ist dieses System so aufgebaut? Damit wir alle in Abhängigkeit sind. So ist es. Weil selbst wenn du als braver Bürger dir keine Schulden hast zukommen lassen, auf der Bank etc., bist du trotzdem verschuldet. Richtig. Weil du Deutscher bist in Deutschland. Schon wenn du geboren bist, wirst, ja, hast du schon deine 10.000, 20.000 Euro Schulden. Und von dem Moment an, wo du geboren wirst, verschuldest du dich, bis du alt bist, kontinuierlich weiter. Ohne was dagegen tun zu können. Ja. Und wenn jetzt jemand nicht glaubt, der kann einfach bei Wikipedia nachschauen und mal sehen, wie weit die Verschuldung geht, allein in den letzten 20 Jahren. Nein, nur aus Deutschland, aber das gilt wirklich für jedes Land. Ja. So, also, wenn ein System so schlecht ist, wie ich es gerade ja dadurch beschreibe, wieso gibt es nicht einen Aufschrei? Wenn du eine Firma installierst, die im ersten Jahr 1 Million Schulden hat und im zweiten Jahr 4 Millionen und im dritten 8 und so weiter, was glaubst du, wie lange diese Firma existiert? Die Bank wird irgendwann sagen, wir haben die Hoffnung verloren. Ja, ja, also das zweite Jahr wird es gar nicht mehr geben. Richtig, ja. Aber hier geht's. Und es ist kein Unterschied. Richtig, ja. Das heißt, das funktioniert, weil es ein Abschöpfungsprogramm ist zu den Superreichen der Welt, die diese 1 oder 2% der Menschheit ausmachen, die aber so viel besitzen wie alle zusammen, weil das genau über dieses Prinzip läuft. Weil die Schulden, die du hast, dieses Geld ist das Vermögen von denen. Es ist so perfide, ne? Es ist eigentlich wirklich, es sprengt auch ein bisschen auch die Vorstellungskraft, auch über welche Summen wir hier sprechen. Ja? Jetzt ist aber der Punkt, Thomas, wenn du in einem System lebst, nehmen wir mal an, du sprichst ja oft gern noch über die 80er, ich auch, habe die ja im Positiven erlebt. So, wenn du in so einem System lebst und hast denn aber deine Freude, bist in der Diskothek, hörst die Musik, die dir Spaß macht, triffst die eine oder andere nette Frau, mit der du da deinen Spaß hast, kannst dir das eine oder andere Auto leisten und hörst gleichzeitig aber, da gibt es Länder, da fahren die alle mit dem Dreirad, ja, weil Strom auch nur von, weiß ich nicht, von 3 bis 6, weil sonst wird der abgestellt. Also letztlich dritte Welt und du erste Welt. Dann glaubst du auch irgendwie daran, dass das eigentlich alles ganz okay ist, das System, in dem du bist. Du fragst doch nicht, was ist das, Zentralbank, was hat die, wo ist Geld, wie decken die das? Berührt mich in meinem Alltag nicht, ja. Du hast noch einigermaßen Geld zur Verfügung, du glaubst auch noch mit deinem Job einigermaßen klarzukommen, du fühlst dich selber noch nicht ausgebeutet. So, wenn das in einer breiten Schicht vorhanden ist, dieses Denken, dann kann dieses System dich über einen gewissen Zeitraum tragen. Oder du trägst es. Genau, du trägst es mit. Genau. Ja. Aber wenn der Punkt kommt, wo dann der Gedanke sich ändert und du sagst auf einmal, Moment mal, was ist denn hier los? Ich habe hier weniger, da weniger, das ist nicht mehr so toll, hier, das ist nicht mehr so toll. Dann kommt doch der Kitzel des Unangenehmen in dir auf. Das ist das, wo man über Negativität, die man spürt, anfängt, wacher zu werden. Richtig. Da kratzt dich was. Ja. Ja? Da drückt der Schuh. Ja. Oder ein nerviges Geräusch beim Schlafen oder was auch immer. Ja. Ja, 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 ja. So, das heißt nicht, dass jeder Mensch erst Schmerzen erleiden muss, um wach zu werden. Aber es scheint doch so, dass die breite Schicht der Menschheit das braucht. Also darf ich, richtig, also um vielleicht, man kann es ja vielleicht darauf auf einen Satz runter reduzieren,
das war eine Komfortzone, gefühlt für viele Leute. Ja. Und die bröckelt immer mehr weg. Ja. Ja, es wird immer ungemütlicher. Und was haben wir gleichzeitig dabei gemacht? Nehmen wir nur mal uns beide als Beispiel. Ja, wenn ich jetzt mal von den 80er Jahren spreche. Haben wir beide uns viel Gedanken um Gott gemacht? Nein. Die Schöpfung? Nein. Ob es einen Urknall gab, ob es keinen gab? Null. Was eigentlich null. Mit der Natur los ist? Null, 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 null. Also Natur damals, also ich war jetzt auch kein Naturschützer, aber natürlich so diese Angstszenarien, Waldsterben, okay, Naturschutz, wir müssen mehr die Umwelt achten, aber das sind alles Oberflächlichkeiten, du hast schon recht. Also da war das kein Thema, null, bei mir jedenfalls nicht, ja. Also gerade das Spirituelle, aber auch gerade dieses Nachhinterfragen. Damals wurden ja auch schon Schulden gemacht. Ja. Es ist ja keine neue Erfindung. Ja. Das läuft ja seit Jahrhunderten. Ja, aber wir haben es alle nicht auf dem Schirm gehabt. Richtig. Also alle, in Anführungszeichen, muss man jetzt aufpassen, vielleicht will keinen zu nahe treten, genau. Weil es gibt immer Menschen, die schon weiter sind als man selbst. Aber die breite Schicht der Menschheit tickt ja eben so oder tickt teilweise noch so. Und das ist der Prozess, in dem wir uns jetzt befinden, nur auf einer höheren Stufe, wo das Ganze nachher in sich zusammenfällt, kann doch keiner vorhersagen, wenn er kein Prophet ist, kein Hellseher. Ja? Wenn du jetzt siehst, dass diese Preiserhöhung stattfindet, kann man auch wieder darüber diskutieren und sagen, ja, okay, jetzt haben sie das erstmal, jetzt gehen sie vielleicht noch höher, sie können sich ja alle Geschichten denken, die sie wollen. Der normale Durchschnittsmichel weltweit gesehen, ja, nicht nur der deutsche Michel, sondern der Weltmichel, kennst ja den Begriff. Ja, ja, klar. Ja, nicht der Michael, sondern der Michel. Der Michel, der deutsche, ja. Michel, ja. Ja, mit der Schlafkappe, genau. Aber der ist nicht nur deutsch, der ist weltweit vorhanden. Den kannst du jetzt alles noch erzählen. Du stell dir mal vor, die gehen noch in den Energiepreisen noch höher, jetzt kostet der Liter irgendwann mal 3 Euro. 3 Euro oder 3,50 Euro. Ich weiß ja nicht, wo die noch hingehen. Und dann sagen sie nach einem halben Jahr, jetzt haben wir es geschafft, jetzt kostet er nur noch 2,20. Und alle, also vermeintlich. Und alle freuen sich und sagen, Mann, super. Haben wir es durch, ja. Ja, wir sind nicht mehr bei 3,50. Ja, wir hatten ja früher mal 1,80 oder 1,70. Ja, ja, aber guck mal, wo wir waren. Wird ja alles teurer. Jetzt haben wir 2,20, ist ja besser als 3,50. Ja, ja, genau. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die noch so denken? Mhm. Genauso mit den anderen Energiepreisen oder Versorgungspreisen oder was auch immer. Wenn der Mensch noch in seiner Michel-Position ist, kannst du denen so viel verkaufen, was er dir abkauft. Oder vielleicht als kleines Beispiel noch zum Schluss dafür. Grüne-Vorsitzende Ricarda Lang preist jetzt an, dass sie irgendwie durchgesetzt haben, also sie nehmen uns erst die Kohle weg. Oh. Gerade für Energie ist ja nicht nur Benzin, ist ja auch Gas, Öl, ja, wahnsinnig teuer geworden, verdoppelt und mehr. Energiegeld. Ja. Also es gibt was zurück und dann freuen, weiß ich, worauf hinaus, ja, ja, ja. Es wird Leute geben, die sagen, das finde ich toll von der Regierung, ja. Dass die daran denken, dass wir jetzt weniger Geld, ja, haben. Ja, das ist doch das gleiche Ding hier mit dem FDP-Typen, der sagt, ja, wir machen jetzt nur noch 7% auf Benzin, wir geben hier einen Nachlass. Oh, das ist. Oder Tankrabatt, ja, genau. Nicht, ja. Nicht den Steuer 20 Cent, ja, irgendwie. Tankrabatt, ja, irgendwas, ja. Über, ja, die, ja. Steuer war das, oder? Ja, nee, das geht eben nicht über die Steuer, sondern das sollen angeblich die Tankstellen abrechnen. Total, okay. Unausgegorener Scheiß. Aber du hast vollkommen recht. Da sagen Leute, hey, die geben von ihrem Geld, also vielleicht sogar so, die geben von ihrem Geld wieder, genau, was ab. Genau. Und dann sagen die sogar noch, Mann, die muss ich nächste Mal wählen. Die habe ich das letzte Mal nicht auf dem Schirm gehabt. Ohne mitzukriegen, dass das alles ihre Kohle ist. Ja. Die ihnen vorher abgenommen wurden. Die Menschheit, ein großer Teil der Menschheit hat das immer noch nicht verstanden, dass alles Geld, was jemals aus irgendeinem Staat dir gesagt wird, was dem Volke zufließt, immer von dir selbst. Richtig. Ist immer dein erarbeitetes Steuergeld. Was anderes haben die ja nicht. Das Zentralbankgeld existiert ja nicht wirklich. Das, richtig, ist ja nur, es steht keine Leistung dahinter, genau. Ja. So, also all das, was du jetzt zum Beispiel auch wieder hörst über die Krankheit, angeblich steigen die Zahlen. Dafür gibt es aber wieder keine Grippe. Die Grippe ist völlig weg seit 3 Jahren jetzt fast, ja? So, also da, die Menschen fragen aber nicht nach und sagen, naja, warum heißt das jetzt nicht, warum war das nicht vielleicht vorher auch schon die gleiche Krankheit vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren? Da hieß sie nur Grippe. Da hatte ich auch Krankheiten, wo ich
rheumaähnliche Schmerzen hatte und wo ich mal 2 Wochen wirklich außer Gefecht war und. Da fragen die Menschen sich nicht, was ist da los? Also es kann durchaus sein, dass es gewollt ist, dass jetzt so ein bisschen, wir geben euch die Freiheit wieder, ja, genau. Alles toll. Und nach einem halben Jahr sagen sie, ja, wir waren zu großzügig, wir sehen doch jetzt, die Zahlen gehen hoch, wir müssen euch jetzt richtig fett impfen und Maske jeden Tag, Tag und Nacht. Rein theoretisch wäre es ja aus der Logik heraus für die machbar, weil sie alles in die Welt tragen können über die Medien. Wenn die Medien mitspielen und kannst das Ganze alles propagieren, ja. Erzählst du, die Zahlen gehen hoch, also müssen wir wieder das machen und das machen. Und der Mensch, der das mitmacht, ist das eigentliche Problem. Ja. Der Mensch, der sich mit der Maske irgendwo hinsetzt, der Mensch, der an das glaubt, was man ihm dort erzählt, der ist das eigentliche Problem. Ohne den würde es nämlich nicht passieren. So ist es. Ja? Und solange es noch die breite Masse ist, kannst du nichts dagegen tun. Ich möchte nochmal zum Schluss, Mike, den Zuschauern und natürlich auch dir vielleicht nochmal nur noch mal verdeutlichen, weil du sagtest gerade richtig, es wurde im Bundestag gerade jetzt aktuell bei der Debatte, ihr wisst alle, um was es geht, ja, aktuell mit der Krankheit und so weiter, und dem Schutz davor, dem Vermeintlichen und so weiter. Da wird tatsächlich gesagt, dass wir unsere Freiheit wiedererlangen. Also mit anderen Worten, es wird so getan, als ob wir vorher frei gewesen wären. Ja. Aber das sind die Worte, das sind die Macht der Worte. Genau, aber ja. Der größte Teil der Menschen sagt das ja dann auch. Ja, ja, noch. Ah, wir haben unsere Freiheit wieder. Noch. Noch. Ja. Ich bin ja positiv insoweit, dass ich mir sage, es werden täglich mehr, richtig, die das begreifen. Sehe ich auch so, ja, empfinde ich auch so. Ja, die Frage der Beschleunigung, die kann ich nicht vorhersagen. Und ich glaube auch, dass es, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit ist. Wir hatten vor einigen Monaten schon mal den Gummi, der reißen muss. Mhm. Ja? Für mich hätte der schon jetzt für rückwärts, mich doch auch mal. Für rückwärts gesagt, vor 3-4 Monaten hätte der speziell schon reißen müssen. Ja, aber ja? Ich glaube, liebe Zuschauer, Mike und ich sind so, auch, ich glaub, wenn ich da für dich sprechen darf, das haben wir uns vielleicht auch zu leicht vorgestellt. Ja, es muss wahrscheinlich so kommen. Ich habe es mir nicht leicht vorgestellt. Ich stelle es mir jetzt auch nicht leicht vor. Aber ich habe wirklich gedacht, dass ein größerer Teil der Menschen doch zumindest, und das meinte ich mit Reißen des Gummis, die Lügen erkennt, die so plakativ sind. So offen. Ja. Nicht, dass jetzt jemand erwacht und sagt, jetzt habe ich das gesamte System durchschaut, ich weiß jetzt genau, was die letzten 100 Jahre war, ich habe jetzt die Offenbarung des Johannes gelesen, ich verstehe sie und das meine ich alles nicht. Ich meine nur diese plakative Lüge, die so offensichtlich ist, wo man sich wirklich fragen kann, wie kann das sein? Da sehe ich einen Menschen im Fitnessstudio vom in der ersten zur zweiten Etage muss man, wenn man die Treppe hochgeht, die Maske tragen. Die Anordnung. Den Grund kenne ich nicht. Steht nur, da musst du die Maske tragen. Wenn du oben bist, da wo die ganzen Menschen die ganze Zeit rumlaufen, dann nicht. Aber der Moment, wo du die Treppe hochgehst, meistens, wo kaum jemand auch die Treppe kommt, lang geht, da musst du das. Das ist für mich eigentlich nur ein Hammer auf den Kopf zu sagen, werd doch mal endlich wach. Ja, oder vielleicht noch ein anderes Beispiel. Ich habe es heute schon im Video gebracht, weil British Airways hat übrigens die Maskenpflicht in ihren Flugzeugen abgeschafft. Ja. Ach, ehrlich? Ja, ja. Also außer, wenn sie in Ländern fliegen, wo die noch besteht. Also in Deutschland müssen sie sie richtig, haben. Auch im Flugzeug dann. Ja, weil da ist ja Pflicht im Flugzeug. Also fahre ich von hier nach mit meinem Auto nach Luxemburg als Beispiel. Und steigst du an eine British Airways Maschine, genau. Ja, dann brauche ich nicht tragen. Genau, ja. aber dieser Umstand jetzt monatelang, vielleicht sogar jahrelang, wo sich Leute am Flughafen Passagiere anstellen mit 1,5 Meter Abstand beim Gate oder beim Einchecken oder beim Gepäck abgeben oder was weiß ich, ja, Passkontrolle, und dann im Flugzeug eng an eng zusammensitzen, ja, wo sich keiner fragt, Moment mal, warum haben wir vorhin Abstand gehalten? Ja? Nur, aber es
ist offenbar um, wir sind nämlich ganz schön hier schon wieder fleißig gewesen, um das vielleicht auf einen griffigen Formulierung zu bringen, es ist halt ein dickes Brett, was gebohrt wird. Ja, es gibt bestimmt einige von den Zuschauern bei uns, die das auch langweilig finden mit der Zeit, weil die haben das alles durchblickt. Ja, ja klar wiederholen sagen, wir uns auch. Nein, ich meine, die sagen dann für sich, weil ich finde es ja gut. Also lieber ist mir ein Zuschauer zu verlieren, weil er es schon verstanden hat. Brauche ich nicht mehr? So mir ist es. Ja. Darum geht es doch nicht. Richtig. Es geht darum, dass jeder, der es verstanden hat, dann dementsprechend mit seinem Wissen, mit seinem Denken weiterarbeitet und dieses System weniger und weniger unterstützt, immer mehr entzieht. Ja. Man kann dieses System nur von innen her stürzen. Die Energie entzieht. Wir geben du kannst ihm, es nicht, von außen, nicht, so du kannst sehr, es nicht von außen stürzen. Richtig. Guck mal, ganz kurz nochmal zurück zur Ukraine, weil das gerade ein Beispiel ist, weil ja da ein kriegerischer Zustand entstanden ist. Ja? Da greift jemand von außen in ein Land ein. Das kann nie zu dem gleichen positiven Ergebnis führen, als würdest du es von innen infiltrieren und von innen verändern. Was der Deep State seit ewigen Jahrhunderten, Jahrtausenden macht, warum er das gut hinbekommt. Erfolgreich war er, ja. Ist, weil er alle Länder von innen infiltriert. Die nach außen geführten Kriege dienen nur dazu, bestimmte hysterische Zustände in der Welt zu bringen, um dann wieder von innen zu indoktrinieren. So wurde Deutschland von innen indoktriniert, wie jedes andere Land auch. Aus der Geschichte bis hin zum Altertum ist es deutlich, ganz deutlich, super deutlich im Römischen Reich. Das Römische Reich hat sich nach außen hin vergrößert, weil sie die Länder kurzzeitig erobert haben, aber dann durch eigene Statthalter infiltriert haben, die der Nation des Landes angehört haben. Die haben keinen Römer dorthin geschickt, dass der Römer da der Statthalter ist, sondern sie haben als Beispiel in Judäa dann einen Juden gehabt, ja, der Statthalter ist. Das ist die Logik. Und so haben sie auch langsam die Germanen infiltriert, weil sie haben die Germanen ihre gewissen Stämme haben sie den Vorteil der Technologie spüren lassen, die Römer ja ohne Frage hatten, und haben sie dann auch praktisch in ihren eigenen Stamm akzeptiert, aber die mussten die Gesetze der Römer befolgen. Genau, des Römischen Reiches, ja. Ja. Und das ist das Prinzip, von innen infiltrieren. Und wenn du aber schon innen bist, und das sind wir ja nun mal als Bevölkerung, wir sind ja in einem Land, wir sind ja nicht außenrum. Wir müssen nicht uns selber infiltrieren, wir sind schon da. Wir müssen ja nicht Deutschland angreifen, wir müssen Deutschland infiltrieren mit unserem Geist. Mit dem deutschen Geist, aber mit dem Geist der Dichter und Denker. Mit dem, was den Deutschen eigentlich auszeichnet. Damit muss dieses Land, was wir können, ja. Damit muss dieses Land wieder infiltriert werden im positiven Sinne. Dass sich dieser Gedanke wieder in die Welt trägt, zumindest in Deutschland. Und dann jedes andere Land sich auch aus ihrem Ursprung, richtig, dem Ursprung, nicht dem Deep State, sondern dem Ursprung des eigenen Volkes wieder entfaltet. Und dann siehst du auch die Vielfältigkeit der Weltbevölkerung, weil alle Länder in ihrem Ursprung, ihrer Reinheit der Menschen, alle individuell kostbar sind, Fähigkeiten haben, Dinge aus ihrem Geist, aus ihrem Fluss, sagen wir mal, des Verbindens mit all den Allumfassenden, ja, dem Göttlichen, ihre ganz spezielle Aufgabe haben. Und jetzt haben wir auch ich sage einfach nochmal eine Begründung oder Erklärung,
Stichwort One World, One No Borders und so weiter. Genau das soll ja verhindert werden, dass wir zu unserem Ursprung zurückkehren, national, genau. Also nicht negativ gemeint, ja, genau. jeder in seiner Nation und eben nicht dieses, wir sind alle eins und alles ist super und es gibt keine Grenzen mehr und so weiter. Guck mal, das beste Beispiel kann man immer als pauschales Beispiel nehmen, ist die Musik. Mhm. Wenn du dir alle Länder der Welt anschaust, okay, reicht ein Teil davon, und du vergleichst mal die Musik, dann ist die sehr unterschiedlich. Umso weiter du von Nationen entfernt bist, umso unterschiedlicher ist sie. Deswegen ist sie aber nicht schlechter oder besser, mhm. sondern jede Musik hat genau. ihre Qualität. Man kann sich mit all den Dingen bereichern. Ja? Ob du jetzt fernöstliche Musik hörst oder lieber westliche orientierte oder orientalische, alles hat seinen Reiz und seine Wirkung. Und wenn du das alles miteinander vermischst und da ein Paket draus machst, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Da hörst du gar nichts mehr. Nur so. Genau. Ja? Schönes Beispiel, ja. Aber alles für sich genommen im Einzelnen ist doch eine Bereicherung. Mhm. Ich möchte kein Land der Welt missen mit der Bereicherung, die es bringt, aus ihrem eigenen mhm. heraus. Mhm. Ja, jetzt kannst du das Land nehmen als Landmasse. Da hat jedes Land seine individuellen Reize. Seine ganz speziellen Dinge, die man dort erfahren kann. Und natürlich die Kultur, die aus diesem Land oder in dem Land durch die Menschen entstanden mhm. ist. Und das ist genauso wertvoll. Und all das hat man uns genommen, mehr und mehr. Genau das habe ich gemeint. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, weil, liebe Zuschauer, weil auch das nochmal vielleicht als... Ja, Denkanstoß klingt so blöd. Wir sind nicht diejenigen, die euch vorschreiben, was ihr zu denken habt oder was ihr nehmen sollt, um daran irgendwie mehr sich damit zu beschäftigen. Aber ich will es einfach mal so bezeichnen, weil ich kein besseres Wort finde. Illusion, Spielzeug der Wahrheit, ist in der Beschreibung. Passt immer wieder. Das Buch von Mike. Und wir wollten eigentlich noch den Ukraine-Clip ja, erwähnen. Klar, es gibt einen Ukraine-Clip, der ist sehr simpel zusammengestellt und ich glaube, der ist ganz gut für Zuschauer, die das mal an ein oder den anderen weiterverlinken wollen, der vielleicht noch nicht so wach ist. Stichwort Lügen. Ja, weil das wird da sehr deutlich klar, auch für jemand, der sich überhaupt nicht mit den Themen beschäftigt, wenn er die Dinge hintereinander sieht, die da geschnitten sind. Im Kontext... Öffentlich dann, alles Mainstream, ja. Ja, mhm. ja. Da wird dem einen oder anderen etwas klar. Mhm. Mike, vielen Dank an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Liebe Zuschauer, danke euch fürs Zuhören. Servus. Thomas, ich danke dir. Und ja, bis zum nächsten Mal, genau. Und auch an euch alle da draußen. Alles Gute. Ciao.